Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen! Chris, mein Freund, ich habe nie gesagt, dass ich pünktlich bin. Oder den Anschein gemacht, dass ich jemals pünktlich sein werde. Deswegen, mir vorzuwerfen, ich würde von Werten sprechen, wie zum Beispiel Pünktlichkeit, aber selber nicht pünktlich sein, ist komplett fehl am Platz. Deswegen, sorry, Bro! Gegenfrage! You suck too much dick! How many did you suck last night, bitch? Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein entspanntes Wochenende. Äh, bevor wir loslegen, ich habe eine kleine Umfrage in den Chat gemacht wegen, ähm, wegen das hier. Diese hier, was ihr hier seht. Und zwar habe ich angefangen, seit, also seit zwei oder drei Livestreams hier diesen Chat einzublenden ist ganz cool für all diejenigen, die sich das Ding nicht äh, auf dem Handy oder auf dem PC angucken, sondern zum Beispiel Fernseher oder sowas, dann sieht man den Chat nicht oder man kann sich extra quasi hinten so einblenden lassen. Meine Frage ist jetzt: Stört euch das? Sagt ihr, nee, macht das mal weg, das ist voll nervig. Ich habe es bis jetzt nicht, mehr, nicht eingeblendet, weil ich das Bild so nah habe. Übrigens, das Bild ist deswegen so nah, weil ich keine Möglichkeit und deswegen ist die Kamera da, wo sie ist, weil ich keine Möglichkeit habe, sie weiter wegzumachen. Ich würde das gerne ein bisschen anders machen, aber da ist die Wand. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht weiter weg. Und ein ähm, bisschen mehr nach hier. So, und ähm, ja, sonst würde das alles irgendwie so passen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr sagt, ey Bro, das ist so nervig, mach das mal weg und so. Das, das, das interessiert niemanden. Dann könnt ihr jetzt abstimmen. Ja, mach das weg oder nein, lass das. Oder wenn ihr sagt, interessiert mich nicht, am Ende des Tages ist es ja eh nur hier, glaube ich, äh, zu sehen. In zwei von drei Screens oder vier. Naja, ist auch egal. Könnt ihr abstimmen? Ihr habt dafür noch Zeit bis zum Ende der, des Livestreams. Äh, und dann werde ich entscheiden, wenn, wenn die meisten sagen, hey, mach das mal bitte weg, dann bleibt der Chat da, wo er ist. Und äh, wenn aber. Die meisten sagen ähm, hier, nee, ist okay, dann ähm, lasst es dran. Oder wenn ihr sagt, ist mir egal, dann gucke ich mal so zu sagen, wie ich bockig bin. Und ähm, wir legen auch gleich ein bisschen Hardcore los. Und zwar gibt es heute eine kleine Rüge von mir. Ich muss mal wieder auf den Tisch hauen. Wir bleiben nämlich beim Chat. Und ähm, ich habe letzte Woche im Chat ähm, etwas gesehen, was mir leider gar nicht gefallen hat. Und das möchte ich mit euch besprechen. Und zwar habe ich dann aber auch erlebt, beziehungsweise habe ich dann auch in dem Moment gesagt, dass ihr bitte politische Äußerungen nicht hier auf irgendeiner Art und Weise kundtun solltet. Besser gesagt, Themen, die wir nicht besprechen, haben auch hier nichts in der Regel zu suchen, vor allem wenn es sehr schwierige Themen sind. Und alles, was Politik und Religion ist, ist immer sehr, sehr schwierig. Es ist mir egal, wie politisch ihr eingestellt seid, das ist euer Ding. Es ist mir auch egal, wie ihr religiösmäßig eingestell eingestellt seid. Aber ab einem bestimmten Punkt wird es leider problematisch. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Ich, ich, hier, ich. Bin verantwortlich für all das. Das heißt also, egal was hier passiert, ich muss immer meinen Kopf hinhalten. Wenn also irgendjemand zu mir kommt und sagt, ey, guck mal, ne, dann muss ich mich rechtfertigen. Also ich muss dann dem Gegenüber sagen, nein, äh, was weiß ich, wir sind keine Rechtsradikale, ne, als Beispiel. Oder irgendwelche Salafisten oder was weiß ich was. Ist ja auch scheißegal. Deswegen, wenn das nicht das Thema ist, auch natürlich die einzige Ausnahme ist selbstverständlich, wenn ich das Thema anspreche, dann könnt ihr gerne, aber es ist halt natürlich sehr schwierig, wenn, ähm, ähm, wenn ähm, ich über Ratchet Ass 304s spreche und ihr dann im Chat über, was weiß ich, über die Grünen okay, philosophiert. <laughs> ihr wisst nicht, dass es die Grünen sind, aber ist auch egal. Ähm, deswegen äh, bitte, wenn jemand, ne, dann äh, kann es sein, dass ich euch bannen werde. Und zwar sofort, ohne Wenn und Aber. Ähm, denn, 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 ich werde euch auch gleich sagen, warum. Ne, damit, ihr, damit ihr noch ein besseres Bild dafür bekommt. Und warum es mir nicht egal ist. Denn, im Endeffekt ist es leider so, wenn irgendjemand auf meinen Kanal kommt und dann sich irgendein Video, gut, was jetzt in den Kommentaren geschrieben wird, weiß ich nicht, ich gucke mir die Kommentare an, aber vor allem hier in den Live-Chats, also die Sachen, die ich natürlich sehe, da irgendwie drüber fliegt und ich lasse die Live-Chats ja noch weiterhin bestehen, nachdem das Live zu Ende ist und der irgendwas lesen sollte, dann, dann, dann werde ich automatisch eine bestimmte Richtung geframed. Das machen alle, das machen wir sogar selber. Okay, also Real Talk jetzt. Wenn ihr, wenn, wenn ihr auf den Kanal von TJ oder wie sie alle heißen geht und dann lest ihr euch die Kommentare durch und, und ihr merkt, drei, vier, fünf Leute gendern, dann sagt ihr auch, ah, okay, hier ist eine Community, irgendwelche Wokies, Smokies, äh, Linksliberalen äh, und so weiter und so fort. Obwohl das vielleicht gar nicht sogar ist. Und das könnte natürlich dann halt problematisch werden. Vor allem natürlich selbstverständlich, wenn du halt einen bestimmten Content machst, der sehr aneckt, sehr kontrovers ist und wo es sowieso Schwierigkeiten gibt. Und ich habe das leider schon kommen sehen und es ist so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Und deswegen werde ich, werd ich euch jetzt sagen, warum ihr das unterlassen solltet. Ne? Außer wie, also wie gesagt, selbstverständlich, wenn ich jetzt anfange, hier über Politik zu sprechen. Dann klar, aber dann nehme ich natürlich dann, dann, dann nehme ich auch klar die Verantwortung auf mich, wenn irgendjemand mich damit konfrontiert. Aber ich kann es halt nicht verantworten, zumindest auch wenn ich es muss, wenn ich halt sage, ja, aber sorry, vor allem mein Themenbereich ist nicht Politik, also hat auch hier nichts Politik zu suchen. Und ich werde euch jetzt mal sagen, warum das problematisch ist oder an einem Beispiel es euch ganz genau erklären. Ich wurde vor zwei Wochen angeschrieben vom ZDF. Okay, es ist das passiert, was ihr euch eigentlich immer schön, so schön gewünscht habt. Fernsehen hat mich angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich denn bei einer bestimmten Debatte auftreten möchte. Sind irgendwie auf meinen Kanal gestoßen. Gut. Mittlerweile bin ich ja ein bisschen Fame. Ne? <laughs> Moment. Ich bin ja, wie ihr wisst, ähm ich bin unvermeidbar. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. ZDF hat mich angeschrieben, besser gesagt ZDF Kultur. Und die Sendung, die kennt ihr auch alle. Und zwar heißt die Sendung An Bubble. 13 Fragen. Habt ihr euch ja gewünscht, dass ich irgendwann mal da hingehe und entsprechend, ne? Wie ein Panzer da in der Mitte stehe. Egal. Habt ihr Glück gehabt? Die haben mich angeschrieben. Haben gesagt, hey, ähm, hier, pass auf, wir, wir wollen eine Sendung machen. Das Thema XY. Hättest du Bock mitzumachen? Habe ich gesagt. Das Thema war jetzt nicht, ist nicht unbedingt so mein Themenbereich, deswegen dachte ich mir so, okay. Wir ich, sag, ich sag nicht, welches Thema. Ähm, aber wir schneiden das an. Aber ich dachte mir so, ja, meine, meine Community hat ja oft gesagt: hey, geh mal dahin, dies, das, tralala. So. Und dann habe ich gesagt: ja, hey, kein Problem. Gerne. So. Und ihr müsst euch vorstellen: das ist natürlich nicht so, dass wenn du Ja sagst, die dann sagen: ja, okay, komm einfach, sondern du musst halt trotzdem so einen Bewerbungsprozess durchschreiten. Das heißt also, die machen mit dir ein Bewerbungsgespräch. Das heißt, die rufen dich an. Und dann gibt es halt so ein paar Fragen. Und in diesem Gespräch, also im Gespräch ging es darum, wie stehe ich zu der bestimmten Thematik, was sind meine Gedanken dazu, wer bin ich überhaupt, was mache ich jetzt genau? Trita, trollala. Dann schreiben sie sich alles auf. Und natürlich habe ich in dieser Thematik, ohne natürlich jetzt großartig darüber nachzudenken, habe ich gesagt, ja, ich mache Red Pill Content, mann Frau Dynamik, trita So, und wenn jetzt natürlich vor allem aus so einer, von so einer Seite, die das noch nie gehört haben und nichts damit anfangen können, dann macht es erstmal mal so Klingelingeling da oben und die denken sich so, hm, was ist das? Und was machen die natürlich? Die googeln. Und daraufhin habe ich ein paar Tage später noch eine Mail von der jungen Dame, das war eine Dame, die mich interviewt hat, bekommen und die hat mir dann so ein paar Fragen gestellt. Die hat dann so gemeint, ähm, kann ich dich noch mal wegen diesem Red Pill noch mal ein paar Sachen fragen? Und dann habe ich mir die Fragen durchgelesen und ich dachte mir so, okay. Also, was habe ich gemacht? Ich habe Google genommen und habe Red Pill eingegeben. Und dreimal dürft ihr raten, was die ersten zehn mindestens Beiträge, die dir angezeigt werden, wenn du Red Pill eingibst, sind. Eine Kombination aus Rechtsradikale und Frauenhass. Und dann dachte ich mir so: Lord Jesus. Okay, dann hat sie natürlich ein bisschen, also, also was sie mich gefragt hat, die hat mich gefragt, hey, ähm, bist du nur in diesem Mann-Frau-Dynamik-Ding oder machst du auch politischen Content? Ähm, wie stehst du zu der rechten, also zu so einer Rechts rechten Szenebewegung aus den USA? Und ich dachte mir so, hä, was? Ähm, was sagst du zu der Manosphäre? nimmst du davon Abstand, bla bla tralala? So, und jetzt musste ich mich da hinhocken und ihr einen riesigen Text schreiben, um mir zu erklären, also Politik, sorry, da habe ich nichts damit zu tun. Ich, ich weiß natürlich, dass, dass der Begriff Red Pill, das muss ich natürlich auch bewusst sein, Red Pill ist ja jetzt nichts, was, nicht so, was, was, was nur mit Mann-Frau-Dynamik zu tun hat. Ne? Red Pill gibt es auch in der Politik in der und, und was weiß ich, was in anderen Sachen. Aber auch unter anderem in der Politik ist, 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 ist äh, der, das Wort Red Pill recht bekannt. Und wird aber dann natürlich dann in die Richtung geframed. Wie gesagt, mit Frauenhass etc. kann ich umgehen, ne? weil es ist ja so meine Thematik. Das heißt, ich, ich kann das, ich kann damit halt irgendwie, also ich kann den Leuten aufzeigen, dass es halt nicht, nicht Sache ist. Aber das andere ist halt nicht mein Themengebiet und deswegen kann ich dagegen nichts Großartiges sagen. So, ich habe natürlich alle Fragen beantwortet. Ähm, ich habe ihr ganz genau erklärt, ne? Manosphäre, dieses komische Zeugs, was die da gesagt haben. Und, ähm, und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie fand es ganz cool. Und ich bin jetzt nächste Woche, also sprich, Mittwoch, glaube ich, ist das, bin ich in Berlin und werde für euch mich dahin stellen <lacht> und, <lacht> und uns anständig hoffe ich zumindest vertreten. So. aber aber ungeachtet dessen, das war so also eine Situation, wo ich mir dachte so oh nee, nicht dass sie jetzt noch in den Livestream von letzte Woche gehen und dann irgendwie da irgendwas aufschnappen, äh, weil irgendwelche Leute irgendwas da jetzt reingeschrieben haben, weil, weil also nochmal, es, es ist jetzt es ist, also egal wer das geschrieben hat, es ist ist in Ordnung, alles okay. Aber nur damit ihr halt wisst, wie halt die, was für Problematiken entstehen können. Und vor allem dann, spätestens dann, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, zu, wenn ihr zu mir sagt: ey, Guck mal, da gibt es diese ganzen äh, Me Medien, die Sendungen machen und geh doch mal auch dahin und dies und das und tralala, würde ich gerne, also wenn ich sagen würde, es ist mir alles scheißegal, dann, dann ist es egal. Aber wenn man sich dann sagt, ey, geh mal dahin und so, und dann sage ich ja, Leute, ich würde halt gerne, aber die denken halt, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ne? oder meine Community ist halt so, und deswegen bin ich es wahrscheinlich auch, und die wollen nichts mit mir zu tun haben, dann wirst du halt ausgeschlossen. Das sind die Spielregeln, okay? Ob sie mir gefallen oder nicht. Ich wäre natürlich auch angepisst gewesen, wenn die mir jetzt gesagt hätte, ey, sorry, aber ähm, wir haben das gelesen, und wir waren übrigens hier letzte Woche, hat jemand mal in deinen Stream reingeguckt, und auf einmal gab es so irgendwelche komischen AFD, ne, so Dinger. Äh, sorry aber wir wollen nichts mit, mit dir oder deiner Community zu tun haben. Du musst du verstehen. Laden wir dich halt aus. Über das Thema, was weiß ich? die Frau 2024, ne? Also was gar nichts politisch, was, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Aber so müsst ihr es euch halt einfach vorstellen und so können die mir halt in der Regel einen Strick draus ziehen und, da, und dafür kann ich halt keine Verantwortung übernehmen. Ne? Ich kann dann nichts sagen. Was soll ich dann sagen? Soll ich sagen, ja, äh, ja okay, aber ich kann nichts dafür. Und dann sagen die, ja, Pech gehabt. Sorry, sorry, aber du ziehst solche Leute an mit deinem Content. Egal, was du halt jetzt sagst. So, mit den anderen Sachen, wie gesagt, kann ich umgehen, aber, ähm, also mit diesen was also Frauenhass, äh, Blödsinn, da kann ich natürlich umgehen. Aber ähm, das andere ist halt dann halt schwierig. So, deswegen bitte ich euch, wenn, wenn es halt jetzt nicht Thema ist, unbedingt, also wenn ich das Thema nicht antrete, äh, wenn ich das Thema nicht ins Rollen bringe, äh, lasst diese schwierigen Themen einfach weg. Ne? Oder wenn dann recht oberflächlich, ne? aber äh, schaut, dass da nicht so gewisse Sachen ja, hier so reingeschrieben werden. Für die ich auch gar nicht am Ende stehe, ne, selbstverständlich. <laughs> Aber es ist ja auch irrelevant, weil ich habe von, Pol hab von Politik eh keine Ahnung. Also ich, es interessiert mich nicht wirklich. Und deswegen, ähm. Jo. So, also, das zu der Sache. Wie gesagt, ich gucke mal, wie das nächste Woche wird. Ich werde euch dann berichten, selbstverständlich, sobald das Ding online Also, ihr werdet ich werd es eh mitbekommen. Aber ich gucke mal, ähm, was ich dann so berichten kann, wie es sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin gespannt. Achso, das Thema sage ich nicht. Ich, es, lasst euch überraschen, beziehungsweise könnt ihr so ein bisschen Rätsel raten. Wie gesagt, es hat nicht unbedingt was mit meinem Thema zu tun. Also jetzt mit ähm, indirekt mit Beziehungen. Aber ich dachte mir, ja, komm, Bruder, nehmen wir einfach mit, habe ich mir gedacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer auf meiner Seite sein wird, weil es ist ja drei gegen drei. Der hat mich übrigens auch gefragt, so hey, gibt es irgendjemanden, den du möchtest, dass wir ihn äh, einladen und so. Ich habe nur gesagt, bringen Sie mir alle, ist eine scheiße gar nicht. <laughs> ich bin ready. <laughs> naja, wie dem auch sei. So, ähm, dann starten wir heute mit einem, äh, einer Frage, die mir ein Zuschauer gesendet hat. Ähm, und zwar... Sekunde, ich muss das hier ein bisschen raussuchen. Äh, die, der wollte das hier nicht, der wollte nicht die Spende hier auf Instagram machen, hat mir, hat, hat mir dann sogar was gespendet und mir dann diese Frage gestickt. Und zwar geht es um das Thema Alpha-Witwen und ich möchte nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, beziehungsweise ein bisschen mehr an eurem Mindset arbeiten, weil ich immer wieder merke, dass da gewisse noch äh, un. Äh, ja, gewisse, gewisse, gewisse Punkte sind, die so ein bisschen sehr vermischt werden und das Ganze überinterpretiert wird. Aber die Frage war folgende. Du meintest in deiner Story von ein paar Tagen, dass man eine Frau nur prägen kann, wenn man am Ende der Beziehung noch ein Alpha ist. So, jetzt meine Frage, beziehungsweise den Widerspruch, den ich sehe und nicht verstehe. Was ändert es, ob es jetzt eine Alpha-Witwe ist oder nicht? Der Maßstab wurde trotzdem schon gesetzt. Im Übrigen, was ändert es, ob es eine Alpha-Witwe ist oder nicht? Nichts. Okay, aber dazu kommen wir gleich. Nehmen wir den Aspekt, Piep, zum Beispiel, weil wir sind ja noch nicht familienfreundlich. Äh, Quatsch, wir sind immer noch familienfreundlich. Ich glaube, eine Stunde muss ich warten. Ähm, nehmen wir doch mal den Aspekt, Piep. Wenn der vorige Kerl eine Maschine im Bett war und ich als Nachfolger da nicht rankomme, habe ich die Popokarte gezogen, egal ob der Kerl am Schluss ein... Ach, eigentlich. Wer also, ich glaube, den Knopf werden wir niemals löschen. Mhm für sie ist und sie ihn unattraktiv findet. Sie hat das Gute ja schon kennengelernt und wird es vermutlich vermissen. Kann auch sein, dass es, fehlver äh, dass es fehlverständlich an, an der Bedeutung des Wortes prägen liegt. Also, also ich hoffe, du siehst da die fehlende Logik. Okay, nochmal so einige Sachen zum, zum, zum besseren Verständnis, was das Thema Alpha-Witwe und wie gehst du als Mann damit um und so weiter und so fort angeht. Okay, das erste Ding ist, Hört auf, Frauen analysieren zu wollen. Okay? Also, das heißt, all diese ganzen Sachen, die in diese Richtung gehen, oh, wie hoch ist der Body, ich, ich muss jetzt herausfinden, wie hoch der Bodycount ist. Oh, ich muss jetzt herausfinden, ob sie überhaupt eine Alpha-Witwe war. Äh, ich muss jetzt herausfinden, ob, was auch immer. Lass das, okay? Das ist erstmal irrelevant, denn erstens, wirst du das sowieso also wenn die frau möchte werdet ihr das nicht rausfinden wenn die frau wirklich klug ist und sie das gut verschleiern kann und sie auch ein bisschen glück hat vor allem was das thema bodycount angeht also im glück hat im sinne von dass es niemals rauskommt werdet ihr das niemals rausfinden sie kann euch erzählen dass sie eine jungfrau ist und ihr werdet mit dem glauben sterben dass sie eine jungfrau ist das ist natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger als noch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, weil natürlich durch, durch die sozialen Medien das Ganze nicht mehr so einfach geworden ist. In der Regel, ich sage ja immer wieder: guck dir den Instagram-Kanal von einer Frau an und du weißt sofort, wo die Reise hingeht. Vor allem, wenn sie da sehr offen ist, was ja auch viele sind. Die machen da kein Hehl draus. Du weißt sofort, ob, ob sie einen hohen Bodycount hat oder nicht. Ja, oder im Endeffekt, ob sie, sie ist oder nicht. Das heißt, es ist. Das Unterfangen ist erstmal generell zum Scheitern verurteilt, wenn ihr euch da reinhockt und sagt: Okay, ich muss jetzt herausfinden, was der Bodycount ist. Aber da der Bodycount ja nicht so wichtig ist wie die, wie die Alpha-Witwen-Prägung, ist eigentlich sogar noch wichtiger, dass ich herausfinde, wer ihre Ex-Freunde waren oder die Typen, mit denen sie zusammen war. So, bleib, bleiben wir kurz beim Thema Alpha-Witwe, weil das Thema Alpha-Witwe ja noch viel, viel wichtiger ist als der Bodycount. Okay? Also, deswegen sage ich lieber einen hohen Bodycount, aber dafür Loser und du, und du übertrumpfst alles, als einen niedrigen Bodycount, aber du schaffst es nicht, den letzten oder eins oder zwei von denen, mit denen sie jemals was hatte, zu übertrumpfen. Auch hier übrigens bei dieser Alpha-Witwen-Thematik möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass es nicht bedeuten muss, dass die Frau auf irgendeiner Ebene intim mit dem Mann geworden ist oder sogar mit ihm zusammen war am Ende. Der alpha kann auch eine Frau von einem Typen werden, den sie auf der Rückreise, um es mal ein betrüben, übertriebenes Beispiel zu nennen, auf der Rückreise ihres Urlaubs vom Urlaub nach Hause am Flughafen, während sie auf dem Flug gewartet hat, Kennengelernt hat, dort 15 oder eine halbe Stunde mit ihm geredet, also interagiert hat, sind sich null nahe gekommen und trotzdem hat er sie am Ende verwitwet Und sie wird ihn nie wieder in ihrem Leben vergessen. Hört euch mal, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es ungefähr das Gleiche mit der Frau passiert ist. Ihr müsst sie raussuchen, ich weiß nicht mehr, welche Podcast-Folge das war. Da hat eine Frau in ihrer, als sie noch jung war, in der Schule, glaube ich, hatte sie einen Crush auf einen Typen? Sie hat ihn niemals gedatet, sie waren niemals zusammen, es lief nie was zwischen den beiden, außer, ich glaube, Smalltalk oder so, ich, ich, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also wirklich, die hatten nie irgendwas miteinander zu tun, aber sie hatte einen krassen Crush auf ihn. 15, 20 Jahre später, sie verheiratet, Kinder, äh, trifft, sie, äh, trifft sie ihn zufällig wieder auf den sozialen Medien. Ich glaube, es war sogar nicht zufällig. Ich glaube, sie hat sogar danach gesucht. Einfach. Sie hat gemeint, sie wusste nicht, was in dem Moment in ihrem Kopf vorging. Sie hat einfach seinen Namen eingegeben. Sie findet ihn, sie schickt eine Freundschaftsanfrage, er nimmt sie natürlich an. Sie schreibt ihm, ohne zu wissen, warum sie das jetzt gerade macht. Und jetzt, jetzt könnt ihr, dreimal könnt ihr jetzt raten, wie das Ding ausgegangen ist. Richtig. Sie hat eine Affäre mit ihm angefangen und fühlt sich natürlich am Ende schlecht, weil sie halt ihren Mann und ihre Kinder halt so krass hintergeht. Und nicht nur, dass sie eine Affäre angefangen hat, sie rennt ihm kopflos hinterher. Ein Typ und er musste nichts dafür machen. Also er musste nicht mit ihr äh, hier äh, sie gamen, sich mit ihr treffen, dies, das. Sie war schon vom, von der Sekunde, wo er geantwortet hat, war sie schon ready, sofort. Und wir reden von einem Mann, mit dem sie nie was hatte. Also sie weiß also nicht, wie, wie der Sex mit ihm ist, sie weiß nicht, was für eine Persönlichkeit er hat, bla 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 und so weiter und so fort. Also nur damit ihr diese, diese Tragweite dieses Themas Alpha-Witwe versteht. So, kommen wir jetzt mal zu dem Beispiel, was hier in diesem, in diesem Video, ups, was in diesem Video genannt worden ist. Nämlich er hat gesagt, was ist denn, wenn sie jetzt mit einem Typen zusammen ist, der. Ne, King Dingeling ist sozusagen und er sie im Bett komplett vernichtet. Und zwar so, wie es noch kein Mann jemals zuvor gemacht hat. Also sie sagt so, mit dem ist richtig gut. Jetzt ist sie mit dem zusammen, sie betaisiert ihn und dann verlässt sie ihn. Und eigentlich heißt es ja, so also Alpha-Witwe oder äh, von einem Mann geprägt worden zu sein, bedeutet ja im Endeffekt nichts anderes wie der Mann, der davon gekommen ist. Also sprich, ein Mann, wo eine Frau es nicht geschafft hat, ihn zu betaisieren. Und entweder er sie verlassen hat oder sie ihn verlassen hat, wird dir immer noch auf einer gewissen Art und Weise immer in Erinnerung bleiben. Der Unterschied ist natürlich jetzt hier in diesem Beispiel, dass es nur um den Akt geht. Das heißt also, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen und uns, und uns, und uns vorstellen, okay, sie hat jetzt... Ähm, Sie ist mit einem Typen zusammen, der im Bett natürlich eine Granate ist, aber am Ende hat sie ihn betaillisiert und dann, dann heißt es aber auch, dass sie auch nicht mehr mit ihm schlafen wird. Sie findet ihn sexuell nicht mehr anziehend. Sie hat auch keinen Bock mehr auf ihn. Wenn sie sich jetzt also, auf, also, wenn das jetzt wirklich passieren sollte, dass sie sich an diesen guten Sex wieder zurückerinnert, dann wird sie ihn zwar vermissen, aber nicht mit ihm weil er ist halt unattraktiv für sie geworden. Also sie möchte ihn nicht mehr, sie möchte sich, nicht, sie möchte nicht von ihm mehr angefasst werden. Das heißt, der Sex übrigens. groß aus der Eifel. Danke dir, J.M. Das heißt also auch der Sex mit ihm ist nicht gut. Also sie, sie behält ihn nicht mehr zurück in Erinnerung als dieser Typ, ne, wo sie der der ihr das das richtig besorgt. Sondern er ist mittlerweile ein Loser für sie geworden. Ne? Ein. So, was natürlich sein kann, ist, dass sie sagt, sie, sie, sie braucht wieder jemanden, der ähm, es ihr so richtig geil besorgt wie dieser eine Typ damals. Aber der Unterschied ist, da, da, dass kein, kein, kein Mann dahinter steckt. Also keine bestimmte Persönlichkeit. Es, es ist da im Ende nur so ein Geist sozusagen. Das ist der Unterschied zwischen Alpha-Prägung. Und einfach nur zu sagen, ich hätte mal wieder gerne guten äh, Piep sozusagen. Das heißt also, ähm, von diesem Mann aus, der es ihr damals richtig gut besorgt hat, besteht keine Gefahr mehr. Was sie tun würde, wenn sie ihn verlässt, weil er zum Beispiel einfach äh, ihr kein gutes ähm, Versorger-Sicherheitsleben geben kann. Aber trotzdem auf dieser Alpha-Besorgerseite der Medaille immer noch ihr in Erinnerung geblieben ist. Weil sie sagt, er mit dem war richtig geil. Bis zum letzten Augenblick, als ich ihn verlassen habe, war der Sex immer noch mit ihm super. Hat mir mega Spaß gemacht, dies, das, tralala. Und jetzt vermisst du das bei dem neuen Freund, weil er es halt einfach nicht drauf hat, aus welchen Gründen auch immer. Ob sie aber jetzt keine Erfahrung hat, ist ja auch egal. Und dann wirst du an diesen Mann wieder zurückdenken. Und das ist ein Unterschied, ob du sagst, ich denke an hier, was weiß ich, wen haben wir hier? An David zurück. Der ist mir damals richtig, ne? Boah, junge, junge, richtig geil. Und der vielleicht immer, und zu, zu dem ich vielleicht immer noch Kontakt habe auf irgendeiner Ebene und ich es mir theoretisch holen könnte. Oder ob du halt an einen Gedanken, an, 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 an so einen Geist denkst, wo du sagst, Oh ja, mach, ich hatte auch, ich kenne, ich hatte auch mal guten Sex. So, und was glaubt ihr, jetzt wird die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass sie David anschreibt oder dass sie zufällig mit ihm, mit ihm wieder Kontakt hat und vielleicht doch die Situation entsteht, wo sie sagt, jawohl, jetzt habe ich es mir wieder geholt, ähm, oder dass sie es tun wird, äh, also, ich, also was soll ich gerade sagen? Ist die, also genau, die, die Wahrscheinlichkeit ist eher größer, dass sie das tun wird, wie wenn sie halt nur denkt, oh, ich hatte mal, ich hatte mal irgendwann in meinem Leben, aber sie weiß ja nicht, wer das ist, wer es dir geben kann. Dazu müsste sie ja raus und irgendjemanden finden. Und das ist halt der Unterschied. Das heißt also, an diesem Beispiel, ähm, auch wenn der Typ eine Maschine im Bett war und sie ihn dann halt betaisiert, dann ist halt eher in ihrem Kopf verschwunden. Also sie wurde nicht wirklich, also in dem Sinne wurde sie halt nicht wirklich geprägt. Ne, weil, weil dieser Typ ja mittlerweile ein Loser für sie geworden ist, ne? von dem sie sich auch nicht mehr anfassen möchte. Geprägt bedeutet wirklich nur, wenn du sagst, dieser eine Mann, den ich damals kennengelernt habe oder mit dem ich zusammen war, boah, mit dem war richtig geil. Und ich habe es, und, und unterbewusst in Klammern, und ich habe es nicht geschafft, ihn zu einem unattraktiven Mann für mich zu machen, sodass ich nicht mehr an ihn zurückdenken werde und das wirst also sogar also sogar um, um es mal ein bisschen deutlicher zu sagen, sogar wenn King Longdong hier sie äh, am Ende komplett vernichtet hat, wenn sie ihn aber betaisiert hat, dann wird sie auch nicht mehr zurück an, an ihn zurückdenken, weil, weil, weil der letzte Gedanke, den sie an ihn hatte, war, ich will mich von dem nicht anfassen lassen. Das uh, mm, 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 mm. So, und das ist halt der Unterschied. Und bei sowas möchte ich auch noch mal euch ans Herz legen. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir nämlich zu dem, zu dem ersten Satz, was er hier geschrieben hat. Was ändert sich, ob sie eine alte Witwe ist oder nicht? Okay, kommen wir mal zu dieser Thematik. Es ändert nichts daran, weil am Ende des Tages das Erste, was ihr lernen sollt, ist, dass ihr für euch eure, euer, euer mentaler Ursprungspunkt seid. Und es gibt nicht, nicht umsonst die Kennenlernphase, die eine gewisse Zeit andauern sollte, drei bis sechs Monate, je länger, umso besser. Weil in dieser Kennenlernphase lernt ihr auch die Frau kennen. Lernt ihr auch, wie diese brennende Leidenschaft, die sie hat, aussieht. Und ob, ob das genug ist oder nicht. Die wahren Probleme kommen ja nicht nach fünf, sechs Jahren raus, sondern die wahren Probleme kommen nach ein paar Monaten raus. Die seht ihr schon so durchscheinen wo ihr sagt, ah, da sehe ich schon die ersten Red Flags, die sich herauskristallisieren. Ja, auch, auch hier diese Thematik, was Bodycount angeht. Wenn die Frau sich gut bei euch fühlt, dann wird sie sich irgendwann verplappern. Irgendwas wird sie dann sagen, weil sie denkt, ey, es ist jetzt eh egal, ich habe den jetzt eh in der Tasche oder jetzt haben wir eine Connection und so. Und dann wird sie schon ein paar Sachen sagen. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, die Zahl spielt ja an sich keine Rolle. Na, es ist immer die Frage, wie die Frau über diese Thematik spricht. Das heißt, sie das heißt, muss euch nicht sagen, oh, es waren hier 15 oder so, sondern es reicht, wenn sie sagt: Ey, ich habe ich hab, ich hab es krachen lassen. Ich, hab, ich, hab, ich, war, ich hatte eine wilde Zeit. Reicht doch völlig aus. Das war's. Game. Dann weißt du schon, Bodycount ist hoch. Fertig aus. Egal, was sie dir erzählt. Ob es jetzt 9, 12, 25, 46, 96 waren, ist doch irrelevant. So. Und dann auch das Thema Alpha-Witwe. Ja, es kann sein, dass du das, wie gesagt, wenn in der Regel auch, auch diese Alpha-Witwen-Thematik, ich meine, die meisten Frauen wissen ja gar nicht, was es ist. Und sie würden natürlich auch niemals irgendwie ähm, hier ähm, zugeben, oder, irgendwas, was so irgendwie in die Richtung geht. Aber auch das ist kein Problem am Ende, weil wenn du der mentale Ursprungspunkt bist, wenn du derjenige bist, der weniger liebt als sie, wenn du derjenige bist, der dann auch entsprechend die größte Macht in der Beziehung hat, wirst du dann, sollte dir das Ding um die Ohren fliegen, was auch passieren kann? Okay, also das muss euch bewusst sein, egal wie sehr ihr geredpillt seid, wie sehr ihr auf Red Flags achtet, wie sehr ihr alles da so mit der Lupe euch anguckt und wie sehr ihr gesagt habt, okay, ich habe jetzt alles, die ganze Checkliste habe ich durch und ich habe sie getestet. Es kann trotzdem sein, dass nach zwei, drei, vier, zehn Jahren irgendwelche Sachen rauskommen, irgendwelche Tapes von irgendwelchen. GB-Partys, wo sie in alle Löcher gleichzeitig und so weiter und so fort, ne, wie wir es damals hatten. Und dann, meine, meine Herren vor allem, tritt äh, das 16. Gesetz von Puhn in Kraft. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Wenn nicht, guckt euch das live an mit den 16 Gesetzen von Puhn. Und das lautet, sei immer bereit, in jeder Situation die Frau sofort zu verlassen. Egal ob du zwei Monate, zwei Jahre oder 20 Jahre mit ihr zusammen bist. Entdeckst du, dass sie eine Alpha-Witwe ist oder entdeckst du, dass irgendwas ist, wo du sagst, boah, das geht jetzt gar nicht, stehst du auf und gehst. Und wenn du nicht in der Lage dazu bist, dann hast du es verschissen. Ganz einfach. Und ich habe immer wieder so ein bisschen das Gefühl, Übrigens, okay, bevor ich jetzt hier mit dem Goldwagen um die Ecke kommt, selbstverständlich wirst du nicht, wenn du mit einer Frau 22 Jahre lang zusammen bist, von einer Sekunde auf der anderen aufstehen und gehen. Okay? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Aber im Endeffekt heißt das, du weißt, die Beziehung ist jetzt zu Ende und es wird Zeit, dich langsam fertig zu machen, dieses Boot zu verlassen. Ob du das jetzt gleich machst oder nach zwei, drei Wochen oder nach zwei, drei Monaten, ist egal. Aber darum geht es. Aber ich habe halt immer sehr oft das Gefühl, vor allem wenn Männer dann auf diesen Zug aufspringen und sagen, ich suche jetzt halt eine Frau zum Familie gründen oder, oder eine Freundin generell, dass sie genau das nicht machen möchten. Dass sie alles abchecken wollen, damit das Ganze halt nicht schief geht, weil sie sich halt von der Frau am Ende abhängig machen werden. Emotional abhängig. Weil sie danach nicht einfach loslassen können. Weil sie sagen werden: Boah, jetzt habe ich ja schon zwei Jahre investiert. Ich liebe sie über alles. Sie ist die Einzige für mich. Und jetzt erfahre ich gerade, was weiß ich was. Äh, hier, äh, sie schreibt jetzt hier mit irgendeinem Ex-Schulfreund, mit dem sie erzählt hat, dass sie nur ganz kurzfristig zusammen war, aber er sie verlassen hat, weil er keinen Bock auf sie hatte. Ne? Also Alpha-Witwe, hallo. Ähm, was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Jetzt kann ich sie nicht verlassen, weil ich liebe sie ja so sehr. Etc., 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 etc. Und das ist halt das falsche Mindset. Das sollt ihr nicht machen. Ja, selbstverständlich, ihr sollt in der, in der Kennenlernphase herausfiltern können, ob da Probleme sind, die euch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit um die Ohren fliegen werden. Ihr sollt gewisse Sachen klarstellen, damit, sie auch, in der Beziehung, damit ja auch die Frau weiß, welche Regeln herrschen. Das sind aber auch keine Sachen, wo ich hinhockt und mit ihr dann darüber redet, sondern dass, dass auch das kristallisiert sich durch Gespräche heraus, die einfach in diesen sechs Monaten halt stattfinden, wo sie versteht, was für ein Schlagmann du bist. Und dann entscheidest du nach, besten, nach bestem Wissen und Gewissen. Wissen und Gewissen, ja. Und wenn du nach sechs Monaten sie immer noch da ist und immer noch Commitment will und du sagen kannst, ich habe jetzt keine einzige Red Flag gesehen, ob sie es jetzt gut kaschiert oder nicht, ist auch egal, und du mit ihr eine Beziehung eingehen möchtest, dann mach das. Aber sei nicht naiv zu denken, nur weil jetzt keine Red Flags da sind oder weil sie eine Jungfrau ist, dass sie das nicht um die Ohren fliegen kann. Das Bewusstsein musst du halt trotzdem haben. Das heißt auch nicht, dass sie dich ewig lieben wird. Das heißt auch nicht, dass sie dich niemals verlassen wird oder niemals fremd gehen wird. Und ich habe immer das Gefühl, so, ähm, die Männer wählen, aber dann, 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 dann glauben sie, dass sie halt jetzt safe sind und alles wird jetzt gut. Und jetzt werfen sie halt so den Rest einfach so über Bord und jetzt können sie sich fallen lassen. Äh, wann äh, jetzt können sie. Ähm, Jetzt können sie sich fallen lassen, jetzt können sie äh, gar nicht mehr drauf achten und jetzt können sie sich öffnen und sich, und sich verletzbar machen und so weiter und so fort. Und das ist halt nicht Sinn der Sache. Und das ist auch das, was euch halt am Ende zerstören wird, was es auch tut in den meisten Fällen. Und deswegen sollte das Mindset eher sein. Ja, natürlich, dir sind gewisse Red Flags bewusst. Du hast eine Kennenlernphase, die Frau muss sich in der Zeit qualifizieren. Und wenn sie das schafft und du bis dahin sagst, ich habe jetzt nichts gesehen, was für mich problematisch sein könnte und ich möchte eine Beziehung eingehen, dann gehst du eine Beziehung ein. Und währenddessen natürlich datest du weiter, fährst dein Rotationssystem, tra tralala, tra, ne? und bist dann nicht irgendwann halt so optionslos, dass du halt von ihr abhängig bist. Und dann spielen halt Bodycount und, und und ob sie jetzt ist sie jetzt eine Alpha Witwe oder nicht. Boah. Ja, nochmal, ihr werdet es niemals rausfinden. Deswegen beschäftigt euch nicht damit. Entweder kristallisiert sich das heraus automatisch oder halt nicht. Und wenn es sich nicht herauskristallisiert hat, fertig. Und es spielt auch keine Rolle, ob es eine Alpha-Witwe ist, weil am Ende des Tages kann es ja sein, dass du der Neue, die neue Nummer 1 für sie bist. Aber das zeigt sie oder wird sie zeigen in der Zeit, während du nicht exklusiv mit ihr datest. Dort zeigt sie, was sie von dir hält. Und dort qualifiziert sie sich für dich, indem sie richtig krass investiert, mehr als du investiert, indem sie auch diese brennende Leidenschaft hat. Als Beispiel. Und diese natürlich nach dem Commitment weiterhin aufrechterhält. Und sobald du merkst, sie ist nicht mehr da, auch hier. Gesetz Nummer 16. So. Machen aber nicht die meisten, weil die, die meisten sagen dann auch, ich suche jetzt eine Freundin oder ich habe jetzt eine kennengelernt, ich finde sie so mega hot. Und äh, jetzt will ich ja natürlich herausfinden, ob all diese Sachen, die mir zum Problem werden könnten, bei ihr auch da sind. Weil ich habe mich ja in die verknallt irgendwie oder ich habe irgendwie Gefühle für sie äh, und ich möchte da natürlich jetzt hinterher sein. Also, wie, was sind die magischen Worte, um herauszufinden, ob sie jetzt eine, was auch immer sie ist? Gibt es aber leider nicht. Und übrigens, ihr dürft auch niemals den Fehler machen, das lege ich euch auch ans Herz. Macht niemals den Fehler, in diesem Konkurrenzmodus zu steigen und zu sagen, ähm, ich messe mich jetzt mit irgendwelchen Ex-Freunden, weil ich jetzt die Bilder von denen gesehen habe oder irgendwelche Storys von denen gehört habe und mir denke: ah, Bro, was ein Bilder! Ach, den stecke ich locker in die Hose. Ich bin größer, breiter, verdiene mehr Kohle, ich bin ihre neue Nummer 1. Das wird euch übelst das Genick brechen. Genauso wie ihr niemals in, dieses, in diesen Konkurrenzkampf äh, gehen solltet, wenn es immer heißt, äh, ja, ich, ich habe, also wenn die Frau sagt, ich habe zwei Typen kennengelernt, ich finde die beide gut, sollen die mal um mich kämpfen? Also übersetzt, sollen die mal um mich kämpfen, damit ich sehe, wer der größte Beter am Ende des Tages von den beiden ist und übrig bleibt. Braucht ihr nicht. Also erstens, was das Thema Alpha angeht, ihr wisst nicht, was für sie Alpha bedeutet. Das heißt also, ihr könnt auch nicht konkurrieren, weil ihr niemals herausfinden werdet, was sind die Punkte, wo ihr besser sein sollt, damit ihr den anderen übertrumpft. Und zweitens, wenn eine Frau eine brennende Leidenschaft für einen Mann hat und sie ihn als Alpha sieht, also ihr als ihre beste Option, da gibt es keinen zweiten daneben. Da gibt es keinen, ich finde beide gut. Wenn, eine Frau, wenn Frauen um die Ecke kommen und sagen, ich habe zwei oder drei Typen kennengelernt, ich finde die alle gleich gut, ich kann mich gerade nicht entscheiden, dann heißt es übersetzt, ich habe drei gute Beta-Versorger kennengelernt und irgendwie hat jeder was Gutes, aber ich kann mich halt nicht entscheiden. Und da solltest du als Mann sofort, sollten die, die, die Glocken läuten und dann solltest du aufstehen und gehen und sagen, ey, kein Problem, hier, nimm den anderen. Ich bin raus, auf sowas habe ich keinen Bock. So sieht's aus, Freunde. Ja. Und wenn wir schon beim Thema Beziehungen sind, dann habe ich äh, was. Äh, bleiben wir doch kurz beim Thema Beziehungen. Und ähm, springen wir hier rein. Freundin geschlagen. Okay, jetzt wird's wild. Ich werde mit diesem Post wahrscheinlich ziemlich die Gemüter erregen und mir einen Shitstorm einhandeln. Aber da ich das Thema nicht in meinen Bekanntenkreis beitreten, breittreten will, frage ich hier nach der Meinung Außenstehender. Widmen wir uns mal kurz den Männern, bevor wir zu den Frauen kommen. Äh, TLDR-Freundin. Was soll das heißen? Keine Ahnung, ist auch egal. Verhält sich rücksichtslos... Und im Streit unfair. Ja? Was, was wäre hier die beste Lösung? Richtig. PUN-Gesetz Nummer 16. Ich muss mal den Chat hier ein bisschen runtermachen. Oh, ich lese gerade im Chat. Habe ich es verkackt mit dem Stream? Ah, shit, ich habe nicht einge. Ah, okay, okay, okay. Okay, Sekunde. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich dachte mir so, hä, wieso? Okay. Kurz mal, kurz mal eine Sekunde. Okay, wieso sagt man? Okay. Habt ihr es im Chat geschrieben? Ich habe es nicht gelesen. Okay, okay, okay. Die erste Anruf. Sekunde, ich muss das äh, kurz ändern mit dem Stream. Ich habe total verpeilt. Äh Stimmt, ihr habt recht. Ich habe gar nicht gedrückt, äh, welchen Stream er starten soll. Okay, okay, okay. Gib mir eine Sekunde, ich regle das mit dem Stream. Äh ich lösche das andere. Gib mir eine Sekunde. Gib mir eine Sekunde. Okay, einspeichern. So. Gib so, mir eine Sekunde, meine Freunde. Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Ach, ich hab's verkackt. Okay. Den hier muss ich löschen. So, jetzt sollte es nur noch ein Stream geben. Mein Fehler, mehr Culpa. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz eine Sekunde. Ich muss wieder zurück in den. Die erste Anruf. Ich muss ganz kurz zurück in den Chat. Okay. Kurze Unterbrechung, meine Damen und Herren. So. Okay. Fail. Moment hier, für mich. Der yes, ist für mich. Ja, ja, ich weiß. Gib mir eine Sekunde, wir sind gleich wieder. So, wir sind gleich wieder da. So funktioniert das? Yes. Gut, lass mich kurz den Link in der Insta-Story ändern. So. Könnt ihr kurz mal drei Sekunden Trinkpause machen? Give me, give me, give me one second. So. Da sind wir. So, jetzt sollte alles funktionieren. Jetzt sollte es nur einen Link geben. Jetzt habe ich den richtigen Link auf Instagram gepostet. Und jetzt hoffe ich mal, dass ihr trotzdem das Video mit einem Like unterstützt. So. Nein, nein, Unterhose ist gut, Brudi. Die ist schön weit. Die ist schon ausgeleiert. So, meine Freunde. Ich habe schon gedacht, die ganze Zeit, so, wieso schreibt der, wieso schreibt, hier, äh, wieso schreibt Jan die ganze Zeit, das ist ein anderer Link, das ist ein anderer Stream. Ich dachte mir so, hä, was mit denen, was, was für ein anderer Stream, was wollen die von mir? Und ich habe das jetzt erst gerafft. So, dann müssen wir noch mal die äh, Umfrage, ist die Umfrage eigentlich noch da? Nein, die Umfrage ist nicht da, gell? Sekunde. Ich, dann mache ich noch mal ganz kurz die Umfrage. So, soll der Live-Chat So, soll der Live-Chat weiterhin gezeigt werden? Ja, nein. Egal. Bitteschön. So, jetzt sollten alle. Jetzt sollten alle glücklich sein. Ist der Titel vom Stream richtig? Oh, Leute, ihr killt mich gerade. Wahrscheinlich nicht. Den muss ich auch noch ändern, oder was? Sekunde. Give me a second. Den ändern wir dann auch. Ah, der Film der ist falsch. So, was hatte ich vorhin geschrieben? Ich habe es leider vergessen. Mm -hmm. Ich werde es eh danach ändern. Ah, Sie werden es immer wieder probieren. Okay. So, ist auch egal, ich werde danach eh wieder ändern. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen, meine Freunde? Stimmt das jetzt alles? So, ich hoffe, das stimmt jetzt alles. Perfekt. Merci. Okay. Alle, die. Äh, ah, ja, ja, das war ein Griff ins Klo. Hier nochmal L für mich. Ähm. Alle, die es verpasst haben bis jetzt, also wenn ihr, wenn ihr zurückspult, habt ihr jetzt hier in, in, unter diesem Link. Es gibt jetzt nur einen Stream. Unter diesem Link habt ihr jetzt äh, alles, ähm, was ihr verpasst habt sozusagen. Okay, so. Weiter geht es. Wir wollten uns äh, diesem Thema widmen. Also fangen wir noch mal an. Freundin geschlagen. Ich werde, diesen Post wahrscheinlich ziemlich, äh, ich werde mit diesem Post wahrscheinlich ziemlich die Gemütter erregen und mir einen Shitstorm einhandeln, aber da ich das Thema nicht in meinem Bekanntenkreis beitreten will, frage ich hier nach meinem Außenstehender. Also, TLDR-Freundin. Was auch immer das sein mag. Weiß, weiß jemand, was TLDR heißt? Ich nicht. Freundin verhält sich rücksichtslos und ist und im Streit Unfair. So, und auch hier möchte ich nochmal drauf aufmerksam machen. Nee, nee, Bro, ich ignoriere den Chat. Ich, 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 ich sehe den Chat nicht. Also, ich sehe, ich gucke halt ab und zu drauf, aber ansonsten. Ja. Also, hätte jetzt natürlich jemand 50 Euro gespendet, dann hätte ich natürlich nicht ignoriert. und hätte das mir geschrieben. <laughs> uh, too long didn't read. Okay, was auch immer. Okay, naja, gut. Too Long Didn't Read, Freundin, verhält sich rücksichtslos und im Streit unfair. Auch hier möchte ich nochmal sagen, also back to topic, äh, Poon Nummer 16. Wenn sie sich rücksichtslos verhält und unfair und respektlos, niemand zwingt dich zu bleiben, mein Freund. Aber schauen wir mal weiter. Wird beleidigend und aggressiv. Also, sprich, äh, Respektlosigkeit, Level over 9000 sozusagen. Beim letzten Streit habe ich die Fassung verloren und sie geschlagen. Und es wird so dargestellt, als hätte sie daran überhaupt kein Mitwirken gehabt. Bruder. Oh Gott. Äh, okay, schauen wir, mal, schauen wir mal weiter, wie er sich das rechtfertigt. Kann man ihr Verhalten relativieren, weil ich die Kontrolle verloren habe? Und ähm, die Antwort darauf ist sehr simpel. Nein, du hast nicht die Kontrolle zu verlieren, egal was sie tut. Aber lesen wir weiter. Ich, M26, bin mit meiner Freundin 27k dreieinhalb Jahre zusammen. Was mir schon früh aufgefallen ist, dass sie meistens nicht darauf achtet, welche Konsequenzen ein unangenehmes Verhalten haben kann. Sie tut es deswegen nicht, weil es keine Konsequenzen gab bis jetzt. Und auch hier nicht diskutieren, demonstrieren. Konsequenzen müssen vollstreckt werden. Und. Der junge Mann hat wahrscheinlich nicht verstanden, was das Wort Konsequenzen bedeutet. Eine Konsequenz muss immer das Ergebnis haben, dass dein Gegenüber, wenn er gewisse Grenzen überschreitet, diese Konsequenz ihn so bestraft, in Anführungsstrichen, dass er das nie wieder tut. Das heißt also, in diesem Fall, als Beispiel, wenn er sagt, Sie verhält sich rücksichtslos, ist unfair, aggressiv, beleidigend, dann müssen Konsequenzen, und zwar, äh, Konsequenzen folgen und zwar schon beim ersten Mal, dass sie nie wieder auf die Idee kommt, ihn zu beleidigen oder sich respektlos zu verhalten. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du halt, wenn das Ganze schon fortgeschritten ist. Deswegen in so einem Fall. Vor allem, wenn er schon sehr lange mit ihr zusammen ist und wenn sie das schon sehr oft gemacht hat, gibt es keine Konsequenz, die so krass ist, dass sie damit aufhört, außer die Konsequenz ihre Sachen zu packen und sie vor die Tür zu stellen. Oder sie äh, zu einer F Plus zu degradieren. Das wäre die einzige Konsequenz, falls es überhaupt was bringen würde. Das ist, halt, das ist halt das große Problem, was halt die meisten Männer nicht verstehen, weil sie dann natürlich dann immer um die Ecke kommen mit der Frage, welche Konsequenzen kann ich denn walten lassen? Die aber nicht gleich bedeuten, dass ich sie verlassen muss, ne? weil du das halt nicht machen möchtest. Was aber auch der Grund ist, warum sie halt so respektlos zu dir ist, weil sie weiß, du wirst sie nicht verlassen. Und so weiter und so fort. Das hängt, das hängt halt alles irgendwie zusammen. Aber ungeachtet dessen, er hat hier geschrieben, sie meist, äh, welche Konsequenzen ein unangemessenes Verhalten haben kann. Ja, das liegt daran, weil deine Konsequenzen lachhaft sind. Weil sie nichts bedeuten. Weil sie sieht, hey, ich kann an den Zaun fassen und es tut nicht so wirklich weh. Es tut ein bisschen weh, aber nicht so schlimm, ähm, dass ich jetzt das Ganze nochmal wiederholen werde. So, und das ist der Grund, warum sie nicht weiß, dass Konsequenzen, äh, dass bestimmte Sachen un oder ungemessenes Verhalten Konsequenzen haben wenn sie sich halt so und so verhält. Es gibt keine Konsequenzen. Das, das ist das, was du ihr gezeigt hast. Egal, was er vorher gemacht hat. Ähm, sie ist sehr impulsiv und egozentrisch. Am Anfang war es noch in einem Rahmen, mit dem ich auf Dauer klargekommen wäre. Aber mittlerweile habe ich schon seit längerem beobachtet, dass es schlimmer wird. Auch die Streitigkeiten haben mittlerweile andere Ausmaße angenommen. Vor allem, wenn sie getrunken hat, ist sie mittlerweile unausstehlich, oh Gott. Ist sie mit, ist sie, oh Gott. Ist sie mittlerweile unausstehlich und steigert sich so dermaßen rein, dass sie kaum zu beruhigen ist. Manchmal sieht sie es ein, entschuldigt sich und macht es irgendwie wieder gut oder auch nicht. Ne, das ist das Thema. Seine Konsequenz ist halt, dass er sich halt beschwert, dass er rumheult, dass er Terror macht, bla 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 bla. Aber das war es halt auch. Und wie geht sie mit diesen Konsequenzen um? Ja, sie entschuldigt sich, dies, das, tralala. Und dann merkt sie, hey, das hat keine Auswirkungen. Ich, ich bin damit durchgekommen. Ich klaue und werde nicht bestraft vom Staat. Also selbstverständlich klaue ich weiter. Ne, wenn ich weiß, die Polizei kommt, die tadelt mich und lässt mich wieder gehen und es hat keine Konsequenzen, selbstverständlich komme ich am nächsten Tag wieder und klaue weiter. Was soll denn passieren? Ich weiß, wenn ich erwischt werde, ja, dann gibt es ein bisschen Trara und dann werden meine Personalien aufgeschrieben, aber die können halt nichts machen. Ne, kennen wir ja schon. Bestes Beispiel sind diese, es gibt ja so organisierte Banden, die in S-Bahnen Leute beklauen. Wo der Staat nichts machen kann, weil sie die, die, die werden erwischt, die fangen sie ein und am, und am Abend lassen sie wieder raus. Und selbstverständlich werden sie am nächsten Tag. Wieder klauen gehen. Sie sagen sich doch nicht, sagen sie sich, sagen sich nicht, oh, die Polizei ist gekommen, ich will, ne? Weil die merken, es, es, gibt, es gibt keine Konsequenz. Die Konsequenz ist, du verbringst halt einen halben Tag auf der Wache. Also dafür lohnt es sich wieder, klauen zu gehen. Und deswegen siehst du sie ein oder zwei Tage später wieder in der S-Bahn, wieder Leute beklauen. Und das ist genau dasselbe. Sie verhält sich respektlos und was machst du? Du tadelst sie halt. Sie sagt, ach, ich gelobe Besserung. Und dann, und dann merkt sie auf einmal, hey, nichts passiert. Ein bisschen Tralala und ein bisschen, ne, ein bisschen hier rumge äh, rumgeschreie, aber das war es halt auch. Also selbstverständlich wird sie nächste Woche noch krasser auf die Kacke hauen, weil sie gucken will, inwieweit kann ich den Zaun anfassen oder anders gesagt, sie testet dich, sie shit-testet dich und möchte herausfinden, wann kommen denn wirklich krasse Konsequenzen und natürlich auch auf der anderen Seite, und das ist nämlich der Fehler dann, der hier passiert, wenn du als Mann emotional wirst, okay? Das fällt übrigens auch unter dem Stichpunkt, Männer lassen ihre Emotionen raus. Sie möchte sehen, lässt du dich von der Fassung bringen. Vor allem dann, wenn sie merkt, sie kann mit dir alles machen, was sie möchte. Und das hat sie ja auch gemerkt. Sie ist ja eine laufende Red Flag, also da brauchen wir jetzt gar nicht zu unterhalten, allein schon das, was er über sie geschrieben hat, das, das ist schon, ne, wo, wo du dir denkst, so, Bro, okay, lost komplett. Und jetzt sagt sie sich, der akzeptiert mich trotzdem. Der bleibt trotzdem bei mir. Also, was mache ich? Ich gucke jetzt mal, wie weit ich gehen kann, bis ich ihn aus der Fassung bringe bis ich aus ihm einen richtigen Beide. mache, ne? Bis dieser Fels in der Brandung explodiert und dann habe ich ihn richtig krass an den Eiern und betaisiert. Und das Schlimmste, was du als Mann machen kannst, ist erstens laut werden, sie beleidigen, anschreien und das nächstschlimmere, Schlimmere, was danach kommt, also wo du wirklich komplett den untersten Beide. Modus erreicht hast, ist, wenn du Hand an sie anlegst. Also sprich, physische Gewalt. Weil damit hat sie dich komplett betaisiert. Und die, dieser Ausbruch, den er jetzt hatte, ist natürlich die Konsequenz davon, dass er selber weiß, dass er jetzt so krass von ihr betaisiert worden ist, dass er sich nicht mehr zu helfen weiß. Also was macht er dann? Er, er, er nutzt das Mittel... Was jeder Mann äh, als sozusagen Vorteil gegenüber jeder Frau hat, nämlich seine physische Stärke. Er kann sich nicht weiter helfen. Die, 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 die Wut hat sich so extrem angestaut, weil er sie nicht händeln kann, weil sie ihn auf dem Kopf rumtanzt, dass er sagt: Ich muss jetzt das machen, wo ich eine, ein, einen massiven Vorteil gegenüber einer Frau habe als Mann. Und das ist die physische Stärke, die physische Gewalt, die ich aufbringen kann. Das ist eine Konsequenz. Er sagt, ich hoffe, dass dadurch sie dann damit aufhört, was ja nicht der Fall sein wird im Übrigen. Das wird, also das wird niemals was bringen. Weil auch das wiederum wird ihr unten signalisieren, naja gut, okay, dann gab es halt ein bisschen physische Gewalt, aber, aber er ist immer noch da. Der... Ne, und deswegen verliert sie noch mehr Respekt vor dir weil du ihr zeigst, dass du keine Frau handeln kannst, so wie jeder Alpha eine Frau handeln würde, der sie natürlich beim ersten Mal schon links, der beim ersten Mal schon gesagt hätte, tschüss, game over. Ne? Drei Wochen, sorry, aber stell dich hinten an, an der Warteschlange, in mein Rotationssystem, und dann, wenn du wieder dran bist, gucke ich mir das mal an, aber erstmal gibt es hier keine Beziehung für dich. Hat er nicht gemacht und es, schaut, und es staut sich natürlich diese Aggression auf, weil er einfach, weil er einfach nicht damit umgehen weiß, sozusagen. Äh, also vor allem, wenn sie getrunken hat, ähm, hatte ich ihr gegenüber nicht so lange, äh, hätte ich ihr gegenüber nicht so eine lange Zündschnur, ne, hätte die Beziehung noch kein Jahr gehalten. Hier natürlich hat er angefangen, das Ganze erstmal entspannt händeln zu wollen. Das heißt also, er hat es über sich ergehen lassen. Aber nochmal, es gab keine Konsequenzen. Und es ist natürlich auch klar, ne? wenn, wenn du, schluckst, du 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 schluckst. Und hältst dich zurück, hältst dich zurück. Weiß auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Und kann und bist nicht in der Lage, das zu tun, was du tun musst. Nämlich zu sagen: Ich stehe auf. Danke. Ding, äh, danke dir, Michele. Äh, dass du aufstehst und sagst: Sorry, ich bin weg. Sondern du erträgst es weiterhin. Dann natürlich ist klar, du explodierst irgendwann. Eine verständliche Scheißreaktion, die dir als Mann definitiv das Genick bricht. Na also damit rutschst du wirklich ganz nach unten. Deswegen sage ich immer wieder: nie, Niemals die Hand gegenüber einer Frau heben. Nicht weil du stärker bist und sie sowieso keine Chance hat, sondern weil, sondern weil das das ultimative Signal ist, dass sie dich Komplett an den Eiern hat. Und dass du ihr damit zeigst, also du bist alles andere als ein Fels in der Brandung sozusagen. So, wie dem auch sei. Lange Zündschnur hätte die Beziehung noch kein Jahr gehalten. Auch habe ich das Gefühl, dass sie sich immer rücksichtsloser verhält, je weniger wir uns sehen. Momentan habe ich ein Arbeitspensum von 90 Stunden die Woche und das wird auch in den nächsten Zeiten nicht ändern. Dass ich beruflich so eingespannt werde, wusste ich schon davor. Die Freizeit, die dann noch bleibt, verbringe ich komplett mit ihr oder gehe mal ins Gym und das war's. Obwohl ich auch öfter lieber mit den Kumpels oder Arbeitskollegen abhängen will. Aber ich will nicht, dass sie sich vernachlässigt fühlt. Ne? Er belohnt sie auch noch für ihr respektloses Verhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht mal Konsequenzen gibt, sondern er belohnt sie auch noch mit Zeit. Nicht nur mit Zeit, sondern auch mit der Tatsache, dass er seine Freunde links liegen lässt oder Sachen, die er gerne machen würde. Ne? Mentaler Ursprungspunkt, auch hier wiederum. Die Frau ist sein mentaler Ursprungspunkt. Und er belohnt sie für ihr respektloses Verhalten, indem er sagt, ich, ich, ich halte mich zurück und ich schaue, dass es der Frau gut geht. Selbstverständlich wird sie weiterhin respektlos vor dir sein. Was, was glaubt ihr denn? Warum sollte sie auch nicht? Sie weiß ja, sie kann ja mit dir machen, was sie möchte, und du belohnst sie ja trotzdem weiterhin, zum Beispiel mit deiner Zeit. Äh, fühlt und dachte, dass sie sich dann irgendwann wieder beruhigt. Dem war nicht so, natürlich nicht. Letztes Wochenende ist es komplett eskaliert. Nachdem ich sie von einem Geburtstag abgeholt habe, fing sie wieder an mit ihren passiv-aggressiven Bemerkungen und hat es nicht lange gedauert, bis es sich wieder hochgeschaukelt hat. Mmh. Sie fing an, mich und meine Familie zu beleidigen, zerrte und stupste an mir rum und schlug mir dauernd mit der Faust gegen die Brust. Boah, Bruder. Ich sag ganz ehrlich: wäre sie ein Kerl gewesen, hätte ich ihn zusammengeschlagen. Ich hielt sie fest und schrie sie an. Na, da, da, also, da ist schon Ende Gelände. Nachdem ich sie wieder losgelassen habe, ging sie in die Küche und fuchtelte mit einem Messer rum und sagte, ich soll sie nicht mehr anfassen und hörte noch immer nicht auf, mich zu beleidigen. Irgendwann hielt sie mir das Messer hin und meinte, ich soll es mir sonst wohin stecken. Damit wäre jedem geholfen. Die Kombination aus Erschöpfung und blanker Wut hat ihren Tribut gefordert und ich schlug ihr ins Gesicht. Oh Gott. Ich habe mich direkt entschuldigt, sie lief ins Schlafzimmer und sperrte sich ein. Ich hörte, dass sie im Heulkrampf ihre Freundin anrief und ihr sagte, der ist so gebumst, der arme. Ja, 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 ja. Wir lachen jetzt, aber das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz, wenn du nicht Grenzen ziehst und zwar von Anfang an. Ähm Ihre, ihre Freundin, anrief und ihr sagte, dass sie sich ein, äh, eingesperrt hat, weil ich sie schlage. Ich versuchte noch einmal durch die Tür mit ihr zu reden, aber es machte keinen Sinn und ich verließ die Wohnung. Außer einigen Nachrichten von zwei ihrer Freundinnen, die mich jetzt wohl in ihrem Freundeskreis als Frauenschläger bezeichnen, hörte ich tagelang nichts von mehr. Von ihr kam dann irgendwann eine Nachricht, dass sie, es jetzt, mal, dass sie jetzt mal Zeit bräuchte, weil sie jetzt noch nicht wohl dabei ist, wieder mit mir zu reden, wegen dem, was ich, an, was ich ihr angetan habe. Ein ein foto von ihrem worauf, ach so an ein Bayern-Foto. Ich habe gedacht, er hat jetzt hier gepostet. Ich dachte mir so, hey ich habe es doch gesehen. Da war kein Foto. <laughs> äh, von ihrem Blutaugus, woraufhin ich mich wie ein Stück Scheiße fühlte. Ja, ich habe sie geschlagen und ja, das hätte nicht passieren dürfen. Aber spielt es denn keine Rolle, dass sie mich vorher bis aufs Blut gereizt hat? Und da muss ich ganz klar sagen: Nein, meine Herren, leider nicht. Ich weiß, wir, wir wollen das rational irgendwie rechtfertigen, indem wir sagen, hey, der andere hat mich aber bis aufs äußerste provoziert. Aber Fakt ist halt leider in diesem Punkt, dass ähm, das Ganze natürlich irgendwann anders angefangen hat und es nichts mit dieser einen Situation zu tun hat, wo halt dir die Hand ausgerutscht ist oder wo du einfach halt explodiert bist. Also kein Mann explodiert einfach so von einer Sekunde auf der anderen, nur weil zum allerersten Mal eine Frau ein bisschen am Rad dreht. Deswegen leider nicht. Nein, nein, leider nicht, leider nicht. Muss ich mich jetzt zu Recht als Frauenschläger abstempeln lassen? Auch verstehe ich ihr Verhalten mir gegenüber nicht. Weshalb ist sie manchmal so zu mir? Ja, weil du bist. Ganz einfach. Deswegen ist sie so zu dir. Weil du das durchgehen lässt. Weil es keine Grenzen gibt. Weil du ihr gezeigt hast, sie kann das mit ihr machen und du belohnst sie auch noch dafür. Deswegen ist sie noch da, und deswegen ist sie so zu dir. Das kann doch nicht nur, mehr, nur mit eventueller Vernachlässigung zu begründen sein. Nein, du gibst dir zu viel Zeit. Aus meiner Sicht mache ich, mach ich schon, was ich kann, um ihr Leben, meiner, äh, was ich kann, um ihr neben meiner Arbeit irgendwie gerecht zu werden. Ja, das ist halt der nächste Fehler. Du möchtest ihr gerecht werden obwohl sie auf der anderen seite sich absolut daneben benimmt deswegen wird sie niemals egal was du tust dich respektieren können sonst wird immer schlimmer werden es wird, es wird niemals besser sie wird nicht aufhören damit es wird immer schlimmer weil von der grunddynamik her die message die du ihr schickst ist du kannst machen was du möchtest ich, ich werde trotzdem weiterhin dich belohnen mit meiner Zeit und Anwesenheit und dieser Beziehung halt. Also gibt es keinen Grund für sie zu sagen, ich drücke jetzt mal auf die Bremse oder ich ziehe jetzt mal die Handbremse. Mhm. Aus meiner Sicht mache ich schon was, ich kann um ihr Ach, gerecht werden, aber ich merke, dass wegen ihres Verhaltens und dem ganzen Drama immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Wahrscheinlich sollte ich es beenden, aber so ganz Kampflos und mit dieser Sache im Raum stehen, kann ich das nicht. Oh doch, Bro, bitte. Aufstehen und gehen. Und natürlich auch, weil ich sie liebe. <laughs> Richtig. Das, meine Herren, wo ist mein Zeiger hier? Das ist übrigens der Grund, weil gerade vorhin jemand äh, gefragt hat, warum bleibt er denn? Warum bleibt er denn weiterhin bei ihr? Warum ist er denn nicht schon längst gegangen? Ganz einfach, genau aus diesem Grund. Weil er sie liebt. Weil er emotional sich so an sie gebunden hat, so abhängig von ihr ist und natürlich klar auf der anderen Seite, ne? keine anderen Frauen in Sicht, dass er das alles mitmacht, wo du als Außenstehender sagst, ach du Scheiße, was, was, was ist denn hier los? Was sind, was sind das für Verhaltensweisen? Wie kann ein Mann noch in den Spiegel schauen und weiterhin mit so einer Frau zusammen sein, die wirklich Null Respekt vor ihm hat. Und die, die sich natürlich auch äh, entsprechend, er hat ja vorhin geschrieben, dass sie alkoholmäßig gut unterwegs ist. Ne? Genau deswegen, weil er sie liebt, weil er Gefühle für sie hat. Und da schalten halt Männer, leider muss man sagen, komplett das Gehirn aus. Und reden sich halt alles schön. Bis halt, natürlich, klar, am Ende irgendwann das große Erwachen kommt. Und das, das große Erwachen kommt meistens halt mit einer fetten Faust, die dir ins Gesicht geflogen kommt. Sie beteuert es auch immer, dass sie mich liebt und sie sich niemand anderen für die Zukunft wünscht. Ja, so einen Weide. Sklaven zu haben, mit dem man machen kann, was man möchte und der, und der vor allem den ganzen Bullshit mitmacht, den man selber mitbringt. Also, sie, sie bringt ja auch sehr, sehr viele Probleme mit. Na, allein schon dieses. Dieses, sie säuft sich quasi ins Koma, sozusagen. Das ist schon, das, 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 bedeutet, das bedeutet in einem Gleichheitszeichen, ich habe sehr viele mentale Probleme, die ich natürlich versuche, mit dem Alkohol irgendwie ähm, wie, ja, zu vergessen, sozusagen. Und äh, welcher Mann macht schon was schon mit? Ne? Reicht Liebe aus, um das wieder in den Griff zu kriegen? <laughs> Chat, reicht Liebe aus, um das wieder äh, in den Griff zu bekommen. Hm? Was glaubt ihr? Entschuldigt den langen Text, ich musste mir ein bisschen was von der Seele schreiben, weil ich sonst mit niemandem darüber rede. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke der ganzen Situation. So. Also, um dem jungen Mann, der das jetzt eh nicht sehen wird, ähm, eine, eine Lösung zu bieten, die ist ganz simpel. Pack deine Sachen, schließe sofort damit ab, wünsche ihr alles Gute, entschuldige dich für dein unterirdisches Verhalten, lösche ihre Nummer und verschwinde aus ihrem Leben und lerne daraus, dass äh, du nie wieder, ähm, dass du nie wieder, ähm, ja, diesen Fehler begehst. Also oder übersetzt. Oder anders gesagt, dass du nie wieder in so eine Situation kommst, dass du überhaupt das Gefühl hast, du müsstest jetzt vor allem auf der physischen Ebene etwas tun, um die Frau quasi zu bändigen. Aber wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es reicht ja schon, wenn du auf der emotionalen Ebene, also sprich, schreien, beleidigen, wenn es da schon anfängt. Also ab dem Zeitpunkt, wo ihr merkt, Ihr seid mit einer Frau zusammen und ihr müsst sie anschreien oder beleidigen, damit irgendwas durchgesetzt wird oder damit ihr selber irgendwas durchsetzen möchtet, dann sollte euch das gleichzeitig ein Signal sein, dass es, dass, 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 es ist verloren. Das war's. Game over. Und das könnt ihr, und das könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. Also vor allem jetzt hier diesen Move, den er da gebracht hat. No way. Sie wird dich nie wieder respektieren. Never ever. Vielleicht wird sie Angst vor dir haben. Das kann sein. Aber sie wird dich nie wieder in diesem Leben respektieren können, weil sie weiß, du bist kein Mann, der seine Emotionen unter Kontrolle hat. Oder auch anders gesagt, du bist kein Mann, der mit einer Frau richtig umgehen kann. Und das eine führt immer zum anderen. Und je länger du natürlich da drin bist, klar, umso schwieriger wird es sein, da rauszukommen. Und deswegen ist es so wichtig, Frauen zu verstehen, um zu wissen, wie du halt mit gewissen Shit-Tests äh, umgehen solltest, damit sie dir nicht selber zum Verhängnis werden. Warum es so wichtig ist, als Mann seine Emotionen unter Kontrolle zu haben, nicht Emotionen zeigen, nicht sie rauslassen. Das, das ist auch ein Beispiel für, ich lasse meine Emotionen raus. Hat er ja jetzt gemacht. Er war angepisst ohne Ende, er war richtig sauer, er hat sie rausgelassen. So lassen Männer ihre Emotionen raus. Ja, Gewalt gehört auch dazu. Ist was Negatives. Absolut, selbstverständlich. Und das möchte definitiv keine Frau haben. Das möchte auch kein Mann haben. Ne? Aber da, wie gesagt, das ist halt die Konsequenz. Ähm ja, das habe ich gehört. Ich habe das auch äh, gesehen, als sie bei einem Podcast war, ganz kurz. Also, wer es nicht mitbekommen hat, Fresh von äh, Fresh and Fit hat eine... Hat, ich weiß nicht, wie er, wie er das geschafft hat, aber der hat. Ich hatte kurz überlegt gehabt, das heute als Thema zu machen, also das mit reinzunehmen, aber ich habe mich da nicht so ganz, ich habe mir das nicht ganz angeguckt. Die haben übrigens auch ein Statement schon rausgelassen. Ich habe mir das aber nicht angeschaut, deswegen habe ich mir gedacht, komm, bevor ich jetzt hier, ähm, bevor ich jetzt hier ähm, irgendwie, keine Ahnung, so im Dunkeln rumstechere äh, stochere, heben wir uns das Ganze mal vielleicht für nächste Woche auf. Ähm, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, er hatte eine Affäre oder, oder hat er so eine F ⁇ anscheinend und äh, er hat unverhütet mit ihr äh, Sex gehabt und ist jetzt schwanger geworden. Und jetzt rennt sie natürlich in, 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 und ich glaube vor einer Woche hat sie es ihm gesagt und es ist keine Woche vergangen und schon siehst du sie auf irgendwelch, in irgendwelchen Podcasts sich darüber beschweren, dass er ihr gesagt hat, äh, ne, mach dich vom Acker und was willst du von mir und dies und das und halala. Ähm, ja, das, äh, ja, ich muss, ich muss mir nochmal das Statement angucken, aber ähm, ja, meine Herren, immer schön verhüten. Oder schnell genug rausziehen. Ich, ich, okay, ich weiß, auch beim Rausziehen kann die Frau trotzdem noch schwanger werden, ist mir schon klar. Deswegen immer schön verhüten. Ne? Ach ja. Mmh. Ähm. Okay. Äh, keine Fragen. Dann, ähm... Ja, ich habe... Ähm hier war ein wunderschöner Artikel gefunden, den mir, eigentlich wollte ich das schon letzte Woche machen, aber dann dachte ich mir so, ah, weiß ich nicht. Aber nachdem mir, ich glaube, so drei, vier, fünf Leute mir was zugeschickt haben, also mir den Artikel zugeschickt haben, dachte ich mir so, okay, scheint wohl das Thema super interessant zu sein. Und ähm, ja, wie ihr ja schon am, am, äh, am, äh, am Namen des heutigen... Des, des heutigen Themas oder des heutigen Lives äh, sehen konntet, habe ich ja gesagt, Frauen versuchen es immer wieder, uns in das Licht, Licht zu führen. Und jetzt haben sie natürlich eine neue äh, Masche gefunden, wie sie ihren äh, Bodycount niedrig halten können und trotzdem, trotzdem, sehr, sehr viel äh, gleichzeitig, ähm, ja, äh, Sex haben können. Und der Artikel kommt übrigens von dieser jungen Dame. Und von dieser jungen Dame haben wir uns schon mal in der Vergangenheit ein paar ähm, Artikel angeschaut, die sie geschrieben hat. Äh, und diese Artikel gingen halt alle in die Richtung... Well, I'm a whore. Yeah. So. Also wer es nicht mitbekommen hat, damit ihr wisst, wo, von wo ungefähr ähm, hier sozusagen laut geschrien wird. So und diese junge Dame hat jetzt einen neuen Artikel verfasst, in dem sie gesagt hat: Wie hältst du als Frau deinen Bodycount niedrig? Aber trotzdem. Ne? Und die Lösung im Übrigen auf diese auf, auf diese auf dieses Thema ist oder sollte sein, indem du einfach dir einen Mann suchst und dieser Mann so gut ausgewählt ist, dass er dir so gut im Bett besorgt, dass du auch ewig dann bei ihm bleibst. Okay? Und schon haben wir, haben, wir, haben wir das Problem gelöst. Ganz simpel. Aber der Zug ist ja für die Dame schon längst abgefahren. Denn wie sie uns schon in der Vergangenheit gezeigt hat oder selber erzählt hat, äh, ist sie schon ganz gut rumgekommen. Ne? Also, die hat das. Äh, das Gurkenkarussell dreht sich ganz astrein. Ganz gut sozusagen. Ähm, <laughs> Mit Gummi zählt nicht doch doch Bruder zählt <laughs> ähm, ich ja schauen wir uns hören wir doch mal zu was sie zu sagen hat nun werden sie vielleicht schockiert sein das zu hören aber ich habe eine überraschende niedrige Zahl äh, an äh, was den Bodycount angeht okay also überraschend niedrig wäre jetzt für mich drei vier fünf da sie ja eine ist, die uns ja schon in der, in der Vergangenheit erzählt hat, dass sie das gut am Daten ist, würde ich sagen, okay, wenn sie mir jetzt erzählen würde, so acht oder neun, würde ich sagen, okay, okay, okay. Ich habe jetzt gedacht, so 20, 25, 30 locker. Ja, trotz all meiner Dating-Abenteuer ist es mir gelungen, die Zahl der Männer, mit denen ich geschlafen habe, recht niedrig zu halten. Bin ich mal gespannt. Ich weiß, wild. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen in dieser Sache, äh, ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen äh, jetzt denken werden, was ein Blödsinn. Aber ich hatte die ganze Zeit über einen Trick im Ärmel, Ladies zuhören. Und es bedeutet, dass ich es trotz all der Jahre mit, äh, mit einem erregbaren Sexualtrieb geschafft habe, Vollgas zu geben, ohne mir Sorgen um die Kerben an meinem Bettpfosten zu machen. So und wie hat sie das geschafft? Ich kehre zu alten Flammen zurück. Das heißt also, also zum Verständnis, sie hat fünf, sechs Typen, gehe ich mal von aus, sie, also ich gehe mal von aus, dass es jetzt nicht ein oder zwei sind. Und sie lässt sie quasi immer rotieren. Ja, sie geht immer wieder zu den gleichen fünf, sechs aus der Vergangenheit. Ja, diese Männer, mit denen ich in der Vergangenheit geschlafen habe, die die perfekte Kombination aus Freundlichkeit und unglaublicher Schönheit im Bett darstellten. Es muss jedoch beachtet werden, dass es eine wichtige Regel gibt, die nicht ignoriert werden darf. Jeder, der auch nur entfernt toxisch ist, wird sofort von der Liste gestrichen. Ich habe das auf der Hade-Tour gelernt. So, allein schon mit diesem Satz sagt sie ja schon im Endeffekt, dass doch da einige dabei waren. Die halt keine gute Wahl am Ende des Tages waren. Also wissen wir schon mal, dass es nicht niedrig ist, okay? Wobei, wobei wahrscheinlich für sie niedrig, so 20, ne? Irgend sowas ist. Kein erneuter Besuch bei einem Ex, der mich völlig durcheinander gebracht hat. Nein, 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 nein. Wir melden uns nicht für die zweite Runde eines What the fuck-Moment im Leben an. Okay, okay. Runde 3. Und schon gar nicht der Typ. Mit einer Pornosucht, der dachte, es würde Spaß machen, diese ausgefallenen und leicht frauenfeindlichen Bewegungen <laughs> ins Schlafzimmer zu bringen. Von der Liste gestrichen. Ich beschränke mich auf eine knappe Liste von Männern, die nicht unbedingt für einen Freund geeignet waren, aber Orgasmen brachten. Zum Beispiel besuchte ich gerade einen sehr gut aussehenden Mann, mit dem ich 2019, 2021 und jetzt 24 eine liebevolle. Nacktbeziehung hatte. Er ist der Empfänger meines Bist du fertig? Texte. Wahrscheinlich soll es heißen, Are you ready? Oder? Ah, ne. You're up. Okay. Also nach dem Motto, hast du Bock. Da ist auch der Koch aus dem Lockdown, mit dem ich ab und zu gerne meine Brüste. Mit dem ich ab und zu gerne meine Brüste ziert. Der ab und zu gerne meine Brüste ziert. Okay. Und der alte ehemalige Arbeitskollege, der ab und zu eine, eine Treffen Sie mich in einer Stunde bei mir. Er äh, trifft dich in einer Stunde bei mir SMS bekommen. So, da hätten wir schon mal drei, okay? Oder? Warte mal. Äh, genau, eins, zwei, drei. Diese Männer ermöglichen es mir, wie eine Dame auszugehen. Ich ziehe mich schick an, gehe auf elegante Dates und gehe dann mit einem Hauch von Geheimnis weg. Alle geilen Hormone, die ich dabei angeregt habe, fließen in, in die auf meiner Wiederbesuchsliste. Deshalb verschwende ich meinen mein Bodycount nicht an Männer, die vielleicht später, wenn ich sie einmal kennengelernt habe, als Idioten enden oder auch nicht. Die drei Männer, die ich gerne zu meiner Liste hinzugefügt habe, sind freundlich und süß und schon gar nicht für einen Freund geeignet. Also perfekt für, wie geht es deiner Mutter Augenzwinkern? Und das Beste, es gibt keine Beschwerden von dir. Das ist übrigens die junge Dame. Rated sie. 1 bis 10. Mhm. Niemand wird verletzt. Es gibt keinen, was bedeutet das, Chats? Es macht Spaß, bis das Original auftaucht. Wenn Sie nun feststellen, dass Ihre Bodycount-Liste etwas lang wird, kann ich Ihnen vorschlagen, dasselbe zu tun. So, wenn Sie nun feststellen, dass Ihre Bodycount-Liste etwas lang wird, dann ist es schon zu spät, dann ist sie schon zu lang. Also, <laughs> als ob es das, das Lustige ist, ja. Frauen denken oder Frauen glauben, dass es irgendwie so ein... Nicht wie bei Männern, dass du sagen kannst, okay, Bro, du hast jetzt schon 500 Frauen gevögelt, ja, jetzt komm, übertreiben, ne? nicht, dass es noch irgendwie zu einer Sucht wird oder ist schon ein bisschen übertrieben ne, bei so vielen Frauen. Das ist dann nicht so. Bei Frauen ist es 1, 2, 3, 4, 4, oh, und schon ist es zu viel. Okay? <laughs> Wenn wir jetzt mal ehrlich sind. So, da gibt es keinen Moment, wo du sagst, boah, jetzt bin ich schon bei 20, ah, ich glaube, das wird ein bisschen lang. Gehe ich mal wieder zurück. Wenn du, also wenn du als Frau an dem Moment hast, wo du denkst, oh, ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen lang werden, dann ist es schon zu spät. Dann ist der Zug schon abgefahren. Dann ist es schon zu lang. Und ja, natürlich kannst du dafür sorgen, dass sie nicht noch länger wird, aber das war's. Game over. Okay? Das ist, ist vorbei. Das hätte dir einfallen müssen, als du noch bei 1, 2, 3 warst ungefähr. Hm. Verdammt, nicht, weil sie sich Sorgen darüber machen, was andere denken. Natürlich nicht. Ne? Auch hier wiederum so dieses typische, aber hey, also du machst es jetzt natürlich nicht, weil du, weil du dir Sorgen machen musst, dass der Bodycount irgendwie eine Rolle spielt oder dass, dass sich jemand deswegen verurteilen wird. Ne? Auch hier wieder sehr schön sich aus der Verantwortung ziehen. Anstatt, dass sie selber sagt, ey, das ist nicht gut als Frau. Und vielleicht solltest du, sobald du merkst, dass du vielleicht so eine Handvoll erreicht hast oder ein bisschen mehr als eine Handvoll, solltest du merken, das wird schon langsam ein bisschen zu viel. Vielleicht solltest du auf die Bremse drücken und dann vielleicht, ich meine, ich meine ihre Strategie so an sich ist ja nicht schlecht. Ne, dass du als Frau sagst, hey, ich, ich möchte vielleicht momentan keine Beziehung haben, aber ich möchte jetzt auch nicht auf Sex verzichten. Dann gehe ich entweder zu irgendeinem Ex-Typen zurück. Bei dem es so F-plus-mäßig gut funktioniert hat, ne? damit steigt ja dein Bodycount nicht. Oder wenn du jetzt eh schon einen sehr, sehr niedrigen Bodycount hast, dass du sagst: Okay, ich suche mir einen für Spaß, aber für mehr halt auch nicht. Und dann, solange, solange ich quasi niemanden für eine Beziehung gefunden habe, bleibe ich nur bei dem. Und somit steigt mein Bodycount maximal um plus eins, was ja jetzt vielleicht theoretisch nicht schlimm ist oder, oder jetzt keinen großartigen Effekt hat. Wie wenn du sagst, äh, plus acht oder plus neun sozusagen, in den drei, vier Jahren, wo du Single bist, als Beispiel, ähm, wäre es sicherlich eine gute Strategie. Aber wenn der Zug eh schon abgefahren ist, dann spielt es keine Rolle. Das macht es halt auch nicht besser. So, aber ungeachtet dessen, ne, auch hier wiederum natürlich so nach dem Motto, aber hey, aber, aber das mache ich jetzt aber nicht, weil, weil der Bodycont jetzt irgendwie ne? negativ für mich wäre, sondern. So, sondern Behalten Sie das für die Andrew Tates dieser Welt, naja, was habe ich gesagt, die entsetzt sind, wenn eine Frau keine Jungfrau ist. Verdreht so heftig die Augen, dass sie fast umfällt. Na, auch, auch hier wiederum natürlich wieder massivst übertrieben, als ob irgendwie jeder Mann eine Jungfrau haben will. Darum geht es doch gar nicht. Das, sind, das, das Argument war auch nie, sie muss eine Jungfrau sein. Also zwischen niedriger Bodycount und Jungfrau liegen auch noch, oder anders gesagt, zwischen Jungfrau und hoher Bodycount liegen noch Welten dazwischen. Nein, sie muss keine Jungfrau sein. Niemand spricht von Jungfrauen. Das Beispiel Jungfrauen, was du sowieso in der Regel in der heutigen Zeit, also vor allem hier im Westen in der heutigen Zeit vergessen kannst, das Argument Jungfrau ist ja, stellt ja nur da quasi eine Frau mit niedrigem Bodycount, oder Jungfrauen werfen wir ja nur auf den Tisch, wenn es um die frühere Vaterschaftsgarantie geht. Und warum für den Mann es halt so wichtig ist, dass die Frau einen niedrigen Bodycount hat. Aber nicht, weil jeder Mann eine Jungfrau finden sollte. Das, also da, da lebt ihr in der falschen Welt. Also zumindest hier. Ich meinte, Taylor Swift schreibt keine Songs über ihre Liste. Ja. Nein, sie ist zu sehr damit beschäftigt, ein Leben voller interessanter Liebhaber aus, der, aus Vergangenheit und um Gegenwart zu genießen. Doch Taylor Swift schreibt Songs über die Männer, die sie halt gedatet hat. Das ist eine Autobiografie, auf deren Lektüre ich mich sehr freue. Nein, ich schlage vor, dass Sie es nur tun, wenn Sie sich Sorgen darüber machen, welcher Typ Mann Sie in Ihr, sie in Ihr Schlafzimmer einladen. Wenn Sie beispielsweise wie ich sind und sich bewusst sind, dass Ihr Männergeschmack ein wenig mh, verbessert werden muss, dann ist eine Wiederholungsliste die perfekte Lösung. Na, auch hier übrigens gibt sie selber zu, dass sie quasi einen schlechten Männergeschmack hatte. Übersetzt bedeutet das, das waren Typen, die haben mich einfach ausgenutzt, die haben mich manipuliert, die haben mir was vorgemacht. Es waren so diese geilen Bad Boys, die mit mir oder wo ich denen all die geilen Sachen gegeben habe und am Ende aber haben sie mich einfach links liegen gelassen. Und das ist die Übersetzung davon. Ich, oder anders gesagt, ich habe in der Vergangenheit als Frau schlechte eine schlechte Reproduktionswahl getroffen. Also ich habe mit Männern geschlafen, mit denen ich hätte nicht schlafen sollen. Ich habe falsch aussortiert, was wiederum gleichzeitig das Signal gibt, dass, sie, dass da was nicht mit ihr in Ordnung ist. Dass da was nicht stimmen kann. Weil das das Wichtigste ist, was du halt als Frau mitbringst, sozusagen. Das ist quasi deine, deine Superkraft rauszufiltern, welche Männer schlecht sind. Und wenn eine Frau dir sagt, ich habe in der Vergangenheit einige sehr schlechte Entscheidungen getroffen, und zwar mehr als eine, ne? also dass, dass einmal es passieren kann, dass du halt als Frau ins Klo greifst, hey, okay, mein Gott, kann jedem passieren. Alles in Ordnung. Aber zwei, drei, vier Mal, dann weißt du schon, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und damit gibt es ja gerade selber zu. Dass da... Dass sie natürlich auch am Ende des Tages, und das, das ist auch der Grund, warum sie halt immer noch Single ist, dass am Ende des Tages sie halt keine, ich sag mal, gute Frau für eine Beziehung ist. Ja? Ganz einfach. Ähm. Es gibt für die Zeit und Energie, die du investieren kannst, um die anderen Typen kennenzulernen, mit denen du ein Date hast, bevor du mit ihnen ins Bett gehst und den Tag bereust. So. Was passiert natürlich jetzt gleichzeitig, ganz wichtig, auch hier zum Verständnis für euch? Was sie jetzt natürlich macht, ist, sie lässt die anderen Männer, die sich ja für eine Beziehung qualifizieren sollen, warten. Also auch hier wiederum auf der anderen Seite, wenn du sie als Mann kennenlernst, Gehst du erstmal eine Dynamik ein, die für dich am Ende nichts Gutes, wo nichts Gutes dabei rumkommen wird, aber auch gleichzeitig, wo du als Mann den, den Kürzeren ziehst, weil du mehr für etwas bezahlen musst, was andere vielleicht sogar vorher, vorher umsonst bekommen haben. Also auch hier wiederum sehr, sehr problematisch für die Männer draußen. Ungeachtet dessen, ob überhaupt, wenn wir jetzt mal auch hier uns mal ein bisschen hinhocken und mal ein bisschen logisch über die Sache nachdenken, ob überhaupt sie am Ende des Tages jemand finden kann oder finden wird, wenn sie drei Typen in ihrer Pipeline hat, die gewisse Bedürfnisse erfüllen, die sie wichtig findet, ob sie jemanden findet, ne, da wären wir wieder beim Thema, was wir vorhin hatten, mit dem Alpha-Witwe-Ding, ob sie jemanden finden wird, der genau, vor allem von drei Typen diese ganzen Sachen mitbringt. Und diese übertrumpft auch noch, im Idealfall. Da, das ist so, das ist Unrealistisch. Denn wie sie ja gesagt hat, jeder dieser drei Männer hat bestimmte Sachen, die sie attraktiv findet, die sie vielleicht anziehend findet, wo sie gerne mit ihnen Zeit verbringt. Und jetzt stellt euch vor, da ist eine Frau, die hat, eine Frau, die natürlich an, ne, denkt ihr immer dran, auch sie hat immer noch diese riesige Liste. Und jetzt hat sie drei Männer gefunden, die gleichzeitig den Teil dieser Liste äh, erfüllen, sozusagen. Zumindest bestimmte Sachen, wo sie immer wieder sagen kann, äh, diese Woche habe ich mehr Bock auf das, diese Woche habe ich mehr Bock auf das und so weiter und so fort. Was glaubt ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er einen Typen treffen wird, der alle drei überbieten wird und wo sie dann sagen wird, ich habe jetzt jemanden getroffen, ähm, der hat alles drei in sich. Und deswegen lasse ich auch von den anderen, oh, ja, und nicht nur alles drei, sondern auch das, was den anderen fehlt. Und deswegen lasse ich, da lass ich davon ab, ich, ich lasse von diesem alten Leben ab wo ich drei Typen habe, die ähm, das alles für mich erfüllen und gehe jetzt in eine Beziehung mit dem neuen Typen ein. Was glaubt, was glaubt ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein wird, dass vor allem sie, okay? Also jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen ehrlich sein. Okay, wir reden hier nicht von einer 18-jährigen äh, oder einer, einer 20-jährigen Frau, die in so in ihrer, auf dem Weg ihrer Prime ist, sondern hier reden wir von hm? inklusive natürlich all, all diese ganzen Probleme, die sie ja mittlerweile mitbringt durch ihr Dating-Verhalten sozusagen. Ja, 0, 0, 0,0000001 000 ist die Wahrscheinlichkeit. Und, und selbstverständlich wird sie nicht, wenn sie einen kennenlernt, der vielleicht nur einige bestimmte Sachen inne hat, die ihre Affären haben und er noch dieses, sagen wir mal, ein guter Mann wäre an ihrer Seite, wird sie nicht sagen, ähm, ja, ich lasse jetzt hier von den anderen drei ab. Ne, weil immer wieder sie sagen wird, ja, aber gut, okay, aber er hat... Ich habe noch zwei andere, die besitzen Sachen, die der Typ nicht hat. Ich weiß nicht, ob ich davon loslassen sollte. Also, man muss einfach immer realistisch sein. Okay? Und da ist die Wahrscheinlichkeit einfach deswegen schwierig für alle Männer, die sie datet, für was Ernstes sozusagen. Weil das gibt es nicht. Das ist das, was sie realisieren muss. Das ist ja, das ist ja ihr Problem. Sie versteht nicht, dass für sie es keinen Mann gibt, der jemals gut genug sein wird. Weil ihre Ansprüche mittlerweile so weit oben sind und das, was sie auf den Tisch legen kann, so weit unten ist, da, die wird niemals einfinden. Und wenn sie zufällig einen über den Weg läuft, dann wird es einer sein, der nicht bleiben wird. Das werden die sein, die, die werden sie halt mal mitnehmen ne, für einen Tag oder so. Und das war's dann. Und das ist halt dieser Teufelskreis in dieser Konstellation. Sexueller Marktwert, Probleme, die ähm, Probleme, die ähm, durch, ich meine, sie ist ja jetzt keine 20, ne, durch die, die letzten Jahre entstanden sind, Probleme, die vor allem auch entstanden sind durch die Männer, die sie halt schlecht behandelt haben also wird witwet haben. Jetzt hat sie sich irgendwo eingependelt, weil sie gesagt hat, okay, girl, ein bisschen kritisch mit dem Bodycount ne, und wir wollen ja nicht irgendwie, aber natürlich nur für uns selber, ne, weil der Rest ist ja egal. Wir wollen natürlich nicht, ähm, wir wollen natürlich nicht, dass ähm, der höher wird, also hole ich mir von denen, mit denen ich schon was hatte, wo ich weiß, okay, die hatten so ganz gute Eigenschaften, aber weil, weil nicht einer dabei war, sondern ich bastel mir das zusammen, hole ich es mir für just for fun, was ja nicht schlecht ist, so als Idee. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht mehr sagen, ich suche noch nach einem, äh, nach einem Mann für eine ernsthafte Beziehung, weil die, die wirst du nicht finden. Das ist unmöglich. Weil von den Alten loszulassen, musst du jemanden finden, vor allem als Frau, der die Alten übertrumpft. Oder zumindest, sagen wir mal, daran kommt. Und an drei Männern kannst du nicht rankommen. Und die, die rankommen können, die, also tut mir wirklich leid, die werden, die werden nicht mit so einer Frau zusammenkommen. Also, da müssen wir jetzt mal auch ehrlich sein. Und das ist jetzt auch kein Dis, das jetzt hässlich ist oder so, ist Geschmackssache, aber das ist jetzt Mittelfeld, wenn überhaupt. Inklusive Alter natürlich. Und solche Männer, die wirklich das, also das alles mitbringen, was sie haben möchte, die haben in der Regel eine bessere Auswahl. Da, da, muss man, da, da muss man einfach realistisch sein. Und das, und das, das Problem ist halt, das weiß sie. Sie weiß es deswegen, weil sie ja aktiv datet. Sie ist ja im Dating-Business ununterbrochen äh, am Start, sozusagen. Die letzten drei, vier Jahre, keine Ahnung, wie lange sie Single ist. Das heißt, sie weiß, dass diese Männer nicht committen. Hat sie ja selber gesagt, ne? Dass die dich verarschen und dies und das und tralala. Und toxisch sind. Aber gut, ist halt. Es ist sehr, sehr schwierig für eine Frau, sich einzugestehen, dass deine Zeit quasi abgelaufen ist. Also, dass du, dass du, dass du im Kopf hängen geblieben bist, als mit, mit, mit 20 sozusagen. Aber die Realität halt komplett anders aussieht. Und dass der Pool, aus dem du... Aus dem du für, für, ganz wichtig, für eine Beziehung. Ne? Also bei Frauen reden wir immer von Beziehungen. Wir sprechen nicht von Affären. Also sie, okay, diese Frau kann auch einen super qualitativen Mann daten und als F-Plus halten. Absolut. Der auch richtig gut aussieht. Der drei Level über sie, über ihr ist. 100%. Da würde ich, also wenn sie das sagen würde, würde ich das nicht anzweifeln. Aber wir sprechen über Beziehung, Bindung. So und, und sie weiß, dass es halt nicht geht. Und, und, und es ist hart für eine Frau äh, etwas, etwas, sich etwas einzugestehen, worauf sie natürlich keinen keinen ähm, kein Einfluss hat. Das ist das Problem an dieser ganzen Sache. Sie kann es nicht rückgängig machen. Sie kann nicht daran arbeiten. Du kannst ihr nicht sagen: hey, guck mal, mach doch mal, mach doch mal so, mach doch mal so, mach doch mal so. Und dann bekommst du gewisse Chancen wieder. Das in diesem Leben ist es. Ist, ne? Reinkarnation ist die einzige Lösung bei der Problematik. So, und jetzt natürlich klar, versucht sie einen Weg zu finden, weil innerlich weiß sie, der Body Count ist. Wenn je höher er ist, ist nicht, nichts Gutes. Okay, auch wenn sie sich hier so schön redet. Also guckt sie, wie sie halt jetzt irgendwie da sich durchwühlen kann, ohne halt, dass sie nach drei Jahren wieder mit plus zehn, plus ne? Plus 10 Bodycount da landen wird. Wie oft hast du deine Freundinnen. Schon Klagen hören, Gah. ich hätte nie mit ihm schlafen sollen. Stattdessen gehen sie auf die, gehen sie auf die Typen ein. Äh, sie danken ihnen für eine gute Nacht. Und dann gibt's, gibst du dir 24 Stunden Zeit, um zu entscheiden, ob, der Kerl, ob du den Kerl magst oder einfach nur geil bist. In der Zwischenzeit bringen sie diese Geilheit zu den besonderen Herrn auf ihrer Wiederbesuchsliste. Ihr Bodycount bleibt niedrig und Ihre Entscheidungsfähigkeit bleibt hoch. Ich weiß. Also, dass uns gesagt wird, dass es nie eine gute Idee ist, mit einem Ex wieder zusammen zu sein. Aber ich glaube ganz bestimmt nicht, dass es schaden kann, wenn man sich mit einer ehemaligen Affäre freundschaftlich auseinandersetzt. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie beide auf dem gleichen Niveau sind, keine ausf ausführlichen und bedeutungsvollen Chats erlaubt. Ja, für die Männer natürlich toll, ne, weil die haben dann eine weitere auf ihrer, auf ihrer Liste, beziehungsweise ähm, in ihrem Rotationssystem. Aber ja, für sie halt. Ähm, sehr 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 muss man sagen schwierig und ähm, ach ich habe es eigentlich ein bisschen wieder verkackt heute ist ein bisschen planlos aber egal ähm, ich wollte ja eigentlich äh, wir hatten ja vorhin den Kollegen und ich wollte ja eigentlich bei den Männern bleiben bevor wir zu den Frauen springen aber ich habe es leider vergessen deswegen jumpen wir jetzt hier wieder zurück zu den Männern ähm, ich hatte nämlich äh, noch ein Video, was ich euch gleich zeigen möchte. Ähm, ja, also wie gesagt, von der Grundidee her nicht schlecht. Aber das ist eine Idee, die, die dir einfallen sollte, wenn dein Bodycount bei 1 oder 2 ist. Das, das, dann, kann, dann kann man sagen, okay, an sich nicht schlecht, sich einzuholen, während man vielleicht nebenbei nicht daten möchte als Beispiel oder einfach nur so gucken möchte, dass gewisse Bedürfnisse befriedigt sind, ne? Aber ja, es ist halt dann immer die Frage, wen du dir da holst und ähm, wie hoch dein Bodycorn schon ist. Und so. Und in dem Fall natürlich, also gut gemeint, aber am Ende des Tages äh, werden sie, sie in den nächsten drei Jahren immer noch mit irgendeinem, äh, sie immer noch äh, mit irgendwelchen na, wie heißt das? Podcast wollte ich sagen. Blog-Einträgen sehen, wo sie halt sich weiterhin beschwert, wo all die guten Männer hin sind, sozusagen. So, okay. Kommen wir zu einem jungen Mann, der den ich hier auf TikTok gefunden habe. Und wir bleiben weiterhin beim Dating. Nee, wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich springe. Ich, nee, weil ich, ich habe noch ein, ein, ein Ding zum Thema ähm, Bodycount. Und bevor wir jetzt wieder hier vom Thema A nach B springen, bleiben wir nochmal ganz kurz dabei. Ich musste nämlich vorhin so lachen. Ich habe nämlich das hier entdeckt. So, warte, ich mache gleich groß. Die Stories aus dem Zauberwald gehen weiter. Also, hört, hört. Ich M23, ich M23, habe ein Mädchen kennengelernt vor K fünf Monaten. Haben geschrieben, lange Zeit, haben geschrieben lange Zeit und uns auch drei, vier Mal getroffen. Haben beide ernste Absichten. Ne, auch hier Red Flag. Komplett falsches Mindset, was der Typ hier an den Tag legt. Aber egal. Neulich kam unser Bodycount. Zum Thema. Ich hatte vier, zwei Freundinnen und zwei One-Night-Stands. Sie, 21, hatte einen von 24. Aber hey, Frauen würden jetzt sagen, aber das ist irrelevant. Ne? Fast, sie hat, also der Bodycount hat schon ihr Alter auf jeden Fall übertroffen. So. Sie mit 21 hat 24. Äh, war das schon etwas erschrocken. Natürlich verurteile ich sie nicht, nein natürlich nicht. Ich bezweifle aber, dass man mit so einer Person eine langfristige Beziehung oder sogar Ehe führen kann. Wäre schon mein Wunsch, jemanden zu finden, mit der mit der Person alt zu werden. Ich weiß ziemlich altmodisch. Könnt ihr mir vielleicht einen Rat geben, was ihr von meiner Sichtweise haltet? Also jetzt kommen wir zu kommen wir ganz kurz so jetzt hat natürlich einer versucht da ein bisschen logisch an die Sache ranzugehen der ist der ihr der natürlich auch die Sache auf den Punkt bringt aber es hat natürlich auch eine junge Dame hier geantwortet hört hört meine Herren also zunächst mal eine Frau ist keine Seife Sie wird beim öfteren Benutzen nicht weniger. Habt ihr gehört? Das stimmt nicht mit euch. Deine Freundin ist wahrscheinlich erfahrener und daher wahrscheinlich besser im Bett als viele andere. Ich für meinen Teil habe die besten Erfahrungen und Beziehungen meines Lebens mit Menschen geführt, die einen vergleichsweise hohen Bodycount hatten. So. Sie sagt also, die besten Erfahrungen und die besten Beziehungen. Führst du mit Männern, die einen hohen Bodycount haben? Das wissen wir ja schon. Und die waren deutlich höher als deiner, der deiner Freundin. Männer, die einen hohen Bodycount bei einer Frau unattraktiv finden, haben lediglich Angst vor dem, <laughs> vor dem Vergleich. <laughs> äh, warum ihr? <laughs> Habt ihr Angst vor dem Partner? <laughs> Traurig, denn ein hoher Bodycount bei einem Partner hat, wie gesagt, viele vor Vorteile. Hört so und lernt, denke ich. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass sie nicht mit allen 21 Personen auch in einer Beziehung war. Ja, das wäre natürlich krass. Ne? Also Wie lange sollen die Beziehungen denn gehalten haben? Es ist wunderbar, dass sie so, sich... <laughs> Moment ernst jetzt ernst. Es ist wunderbar, dass sie sich ausleben konnte und ich finde gerade die Fähigkeit, sich über seine Gefühle und Bedürfnisse klar zu sein. Darunter fällt auch einzuschätzen zu können, ob es sexuelle Anziehung oder Liebe ist. Hä? Offensichtlich kann deine Freundin das und hat dich für die Liebe aus. <laughs> ja, 21 Mal konnte sie es aber nicht. <laughs> Also Männer, es ist wunderbar, wenn eine Frau weiß, was sie möchte und sie da auch entsprechend Erfahrung gesammelt hat und ähm, genau, Beziehungen in Stunden weiß. <laughs> ja, letzte Beziehung hat acht Stunden gehalten. Und sie, und sie weiß, was sie möchte und sie dich, nachdem sie 21 Typen oder 20 Typen, er ist ja normal 21, nachdem sie 20 Tü Tü Tüten, Typen abgelehnt hat, nachdem, sie mit, ihnen ausge nachdem sie, sie mit denen ausgetobt hat, dich jetzt wählt und sagt, ja, mit dir möchte ich eine ernsthafte Beziehung führen. <laughs> ähm, ebenfalls war sie offen und ehrlich. Oh, sie war definitiv offen. <laughs> mein Freund. Jungs. Rückbank, die Lara ist drinne. Ja, also offen war sie auf jeden Fall. Äh, tolle und wichtige Eigenschaften für eine Langzeitpartnerin. Ja, absolut. Und du willst sie jetzt tatsächlich nicht mehr für eine ernsthafte Beziehungspartnerin ansehen, weil sie ehrlich war. Äh, Laura, die Opfer. Opfer. Die Opfer. Nein, du hast es nicht so ganz verstanden. Warum er sie... Weil sie ehrlich war, möchte er sie... Äh, da, deswegen möchte er sie nicht, nicht als Frau an seiner Seite haben. Das spricht sich rum und die nächste Freundin wird dich dann bezüglich des Bodycounts anlügen. Also super gemacht. Ja, Freunde, so ist das. Ne? Also wenn, wenn ihr Männer, Frauen... Ablehnt, weil ihr Bodycount so hoch ist, wird sich das rumsprechen. Es, es wird sich auf der Straße rum. Es wird sich auf der Straße rumsprechen. Und die anderen Bordsteinschwalben werden sich von dir, die werden dich dann anlügen, okay? Die sagte, auf der es wird dann heißen, auf der Straße geht dann das Wort um, das, ähm, wie auch immer der Kollege heißt. Äh, Frauen mit einem hohen Bodycount nicht als eine Freundin annehmen möchte. Ja, aber also interessant, wie das Ganze natürlich hier gedreht wird. Ähm, aber ja, es ist, es, ist, es ist natürlich immer wieder so ein bisschen der Vergleich von wie Frauen das sehen mit dem hohen Bodycount oder, oder wie sie zumindest versuchen, das zu rechtfertigen wie sie zumindest versuchen, das zu rechtfertigen, weil sie sich halt sagen: Na ja, gut, auf der anderen Seite möchte ich ja als Frau auch mit einem, mit einem Typen zusammen sein, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Vor allem natürlich, ne, also klar, da, müsst, da müssen wir natürlich auch ehrlich sein. Ne? Vor allem selbstverständlich, wenn die Frau sagt: Ich habe gut, ich habe, ich habe mit Typen geschlafen und die haben mich halt im Bett zerlegt. Und selbstverständlich möchte ich dann, möchte ich dann. Ähm, auch mit einem Mann zusammen sein, der natürlich auch Erfahrung hat, der zumindest weiß, was er da halt tut. Deswegen ja, ja. Also dieses Argument, also ich finde es immer wieder lustig, dass Frauen halt, ich habe es ich in den letzten Wochen auch ein paar Mal gehört, dass Frauen immer wieder sagen, ja gut, der Mann hat, hat halt Angst dem Vergleich. Und dann sag, also, dann, dann sagt doch ganz selbstbewusst, ja, ich habe Angst vor dem Vergleich. Weil ich weiß, der Vergleich... Wird mich davor bewahren, auf die Fresse zu fallen. Das ist nichts Negatives. Wenn ich weiß, dass ich, dass ich zum. Also, entweder weiß ich das, dass ich auf einer gewissen Ebene einer Frau nichts bieten kann, weil zum Beispiel von Natur aus, was Genetik angeht, ich vielleicht da nicht mithalten kann. Oder weil ich weiß, dass Alpha ein reiner Containerbegriff ist und ich sowieso niemals wissen werde, wie ich an den letzten Typen oder an die anderen 21 Typen rankommen kann. Und nur weil eine Frau mir sagt, oh Schatzi, du bist der Beste, der Geilste und äh, mit dir ist es so toll, heißt nicht, dass ich es das glauben sollte. Weil sie es vielleicht momentan aus der Emotion heraus sagt. Und wie wir wissen, Frauen ändern äh, ihre Meinung. Wie der Wind sich halt dreht, je nachdem, wie sie halt gerade Bock haben. Heute mögen sie dich, eine Woche später haben sie überhaupt keinen Bock mehr auf dich. Das heißt, sie können dir sonst irgendwas erzählen, brauchst du null ernst zu nehmen. Ich meine, ich meine, Real Talk. Welche Frau, die dich kennenlernt und es gibt jetzt irgendwas, was sie halt an dir anziehend findet, würdest du dir sagen, hey, ja, hey, richtig geil und so, ich, ich merke auch, ich habe auch Gefühle für dich mittlerweile, aber guck mal. Ich habe vor, letztes Jahr hatte ich zwei Typen am Start. Also sorry, aber da kommst du im Bett null ran. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen. Also, ne, ich also, ich meine, also, ich weiß, ich, und, ich, und ich kann dir jetzt nicht so wirklich sagen, woran das liegt. Liegt an deiner Technik? Liegt es, weil deine Hüfte sich komisch bewegt? Vielleicht liegt es auch daran, dass dein, dass dein Schwanz halt nicht Magic ist. Ne? Wird doch keine Frau sagen. Also im Ernst jetzt. Deswegen ja, der Vergleich ist der Vergleich schüchtert dich nicht ein, sondern der Vergleich bewahrt dich davor, dass du irgendwann, dass sie irgendwann aufwacht und sagt, ach irgendwie, nee, lass mal. Weil entweder sie etwas vermisst oder weil sie generell vielleicht nicht glücklich werden kann, weil mit Bodycount 21, wenn wir uns die Studien angucken, ist sie sowieso verloren. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass sie überhaupt irgendwann mal in ihrem Leben glücklich werden wird mit einem Mann alleine. Das heißt also, du weißt schon, die Beziehung wird sowieso niemals lange halten. Und vor allem, wenn du ein Mann bist, der sagt, ich bin familienorientiert und ich suche eigentlich nur Frauen, egal ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich suche in erster Linie nur Frauen, die für mich für eine Beziehung in Frage kommen, dann ja, ich muss vergleichen, ich muss wissen, was da ist, weil ich mir ja keinen Blödsinn ins Haus holen möchte. Weil ich keine tickende Zeitbombe haben will. Deswegen, netter Versuch, aber sorry. Ja. Lieber lasse ich mich von dir beleidigen oder von anderen beleidigen sozusagen, aber gehe diesen Deal nicht ein, anstatt mir zu sagen, ach, ich möchte mich jetzt aber nicht irgendwie als, als Pussy dargestellt werden von irgendwelchen anderen Frauen, die auch alle, äh, sie belongs to the streets. ne, äh, aber die das halt nur machen, damit ich halt diesen Deal eingehe, damit ich mich für sie entscheide. Das ist das, was dahinter steckt. Und deswegen äh, können die noch so sehr versuchen das Ganze mit irgendwelchen Beschämungstaktiken zu rechtfertigen und es dann so auf diese äh, weibliche Se also auf diese weibliche Sichtweise ziehen, um zu sagen, hey, ähm, ich, ich, äh, äh, eine Frau, die Männer wollen ja auch Frauen, die wissen, was sie im Bett machen und nur wenn sie äh, 20 Gurken schon hatte, weiß sie, was sie tut, bla 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 bla. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht ist es so, aber man muss halt als Mann auch irgendwo, vor allem wie gesagt, wenn es um richtige, um, um Familie geht, irgendwo vielleicht verstehen, dass ähm, es gewisse andere Sachen gibt, die halt natürlich auch sehr wichtig sind oder sogar noch wichtiger. Ja, deswegen netter Versuch, war lustig auf jeden Fall, aber. Ähm na, am Ende des Tages, das was sie auch nicht verstehen, ist halt, es spielt keine Rolle, wie sehr sie beschämen, beleidigen, Männer als Pussis darstellen, nicht männlich und tralala. Am Ende, am Ende bleiben sie trotzdem alleine. Und, und die Männer, die ja die, die an, diese, an diese Interesse haben, weil wie gesagt, die meisten Männer werden wahrscheinlich jetzt kein Problem damit haben, wenn sie sie hot finden, oder zumindest werden ein Problem damit haben, aber werden halt drüber hinwegschauen. Aber ähm, ja, die wollen sie halt nicht. Das ist halt die Problematik an, an der ganzen Sache. So, und damit wäre jetzt das Thema abgeschlossen und damit können wir zu dem eigentlichen Video jumpen, nämlich von diesem jungen Mann, der auf TikTok ein kleines Video hochgeladen hat zum Thema Dating-Erfahrung. Und ich würde sagen, jumpen wir da mal ganz entspannt rein. am Wochenende wieder ein Date gehabt und ich sag's ganz ehrlich: Was ist mit der Menschheit los? Kann mir das mal irgendjemand erklären oder so? Ich meine, wie, wie ist das so? Man hat sich extrem gut verstanden. Es hat schon extrem nice gewiped und alles. So, wir waren halt spazieren, Kaffee trinken, dies, das. Wir waren dann nochmal spazieren und waren dann danach einen Kaffee trinken in der Bar. Haben uns auch gut unterhalten, gut gequatscht und war halt auch chilliges Wetter so. Okay, ich, ich weiß jetzt nicht, ob er, weil er gerade eben gesagt hat, waren dann nochmal spazieren und nochmal ähm, was trinken oder so. Aber das ist schon übrigens ein Red Flag. Ne? Also da, da, da hätte ich schon gesagt, mh, das wird nichts. Ja, also extrem weil, nice gewiped und alles. So, also er also sagt Wir ja, waren halt spazieren, Kaffee trinken, dies, das. So, das war jetzt das erste Date, gehe ich mal davon aus. Weil er sagt jetzt nämlich: wir waren nochmal spazieren. Wir waren dann nochmal spazieren. Wird ja keinen Sinn machen. Deswegen gehe ich davon aus, dass beim zweiten Date sie nochmal spazieren war, also nochmal was draußen gemacht haben. Ne? Und da, da, also da allein schon hätte er. Wenn er Ahnung hat, muss er, hätte er merken sollen, der hat keinen Bock auf den. Ne? Weil eine Frau, die eine brennende Leidenschaft für dich hat, wird sich niemals die Chance entgehen lassen und wird alles dafür tun, mit dir sofort in die Kiste zu springen. Und damit kannst du übrigens sehr schnell auch diese Frauen aussortieren. Also diese Problematik, die Problematik, je, die jetzt kommen wird, hätte er sich komplett sparen können, wenn er so wie ich immer wieder zu sagen pflege, das zweite Date immer zu die, bei dir daheim oder irgendwo, wo du eskalieren kannst und natürlich auch am Ende des Tages mit der Frau halt schlafen kannst. Geht sie nicht darauf ein, weißt du, keine brennende Leidenschaft und dann next. So, geht sie darauf ein, weißt du, dass sie auf jeden Fall Bock auf dich hat. Und damit ersparst du dir diese ganzen Kopfschmerzen, die dann halt im Nachhinein... In den meisten Fällen kommen werden. Das ist ja auch der Grund, warum. Achso, ich lasse das Video jetzt weiterspielen. Aber nur für euch, damit ihr, damit ihr jetzt ein Verständnis dafür bekommt, wo schon der Punkt ist, wo das Ganze hätte auseinandergehen müssen. Also, was jetzt kommen wird, das kann nur Scheiße sein. Denn dann? Weil sie ihm auch die entsprechenden Signale gesendet hat. Oder weil er natürlich. Es also, sogar wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er diesen Date-Vorschlag gemacht hat, dass er gesagt hat, ey beim zweiten Date lass uns mal dies das Tralala machen, Fail Fehler, weil, weil du musst als Mann sehr schnell herausfinden, ob eine Frau an dir interessiert ist und nicht sie 18 mal daten gefühlt, um dann herauszufinden, dass sie eigentlich keinen Bock auf dich hat. Nach einem Kaffee trinken in der Bar haben wir es auch gut unterhalten, gut gequatscht und war halt auch schilliges Wetter so. Ähm dann ja, habe ich sie nach Hause gefahren, ganz entspannt, so, habe jetzt Tschüss gesagt, mit Umarmung, dies, das, so, bla bla. Und dann hat man auch noch zwei Tage geschrieben danach. Na, wäre auch jetzt natürlich wichtig zu wissen, wer zuerst geschrieben hat. Dann auf einmal nix, gar nichts mehr von gegenüber. Ach, ja, wen wundert's. Ich meine, dann habe ich sie gefragt, so was denn los, wieso? Meinte sie so, ja, es hat irgendwie nicht so geweibt, bla 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 denke ich mir so, ja, ist ja, kann ja alles sein, alles schön und gut, aber dann sei doch so ehrlich und sag das von dir aus und nicht auf Nachfrage von mir. So, wenn du kein Interesse hast oder der Weib nicht gepasst hat, so, dann kannst du das doch einfach von dir sagen und nicht auf Nachfrage von mir erst, so. Hä? Ich meine, wenn es von meiner Seite aus nicht gepasst hätte, hätte ich das entweder beim Date schon gesagt oder allerspätestens dann, wenn wir wieder geschrieben hätten oder wenn wir so, oder am nächsten Tag oder am selben Abend oder wie auch immer. Aber auf Nachfrage erst sowas zu sagen, finde ich ein bisschen kacke so. Einfach ehrlich und direkt sein. Es ist ja immer der beste und einfachste Weg. Ja, ja auch hier wiederum sehr schon diese Erwartung des Parts. Ich sage das absichtlich des Parts, weil theoretisch auf der anderen Seite kann man es ja genauso sehen, also auf der Frauenseite, aber des Parts, der am meisten investiert, der am meisten interessiert ist, der quasi mehr mehr liebt sozusagen, der also die geringste Macht in dieser Beziehung hat, in dieser Konstellation, ähm, die Erwartung, dass der andere einen quasi vor dem Schaden bewahrt. Ne? Also, also in dem Fall, sie sollten mir sagen, dass sie kein Interesse hat. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, also vor allem jetzt in dem Fall, wenn wir von Mann und Frau sprechen, also von der Männerseite aus, Frauen wollen oder erwarten von dir, dass du es verstehst. Alphas verstehen das. Den musst du das nicht sagen. Ein Alpha, also Frauen wissen, einem Alpha musst du nicht erklären, dass du kein Interesse an ihn hast. An ihn hast. Ja. Den musst du nicht schreiben oder sagen, ey, du pass auf, ich habe keinen Bock auf dich. Der versteht das sofort. Der sieht die Zeichen. Das ist das Problem an der Sache. Und weil sie merkt, er sieht die Zeichen nicht, tut sie ihn entsprechend behandeln. Nämlich wie ein... Und, und wie ich ja gesagt habe, er hätte das selber... Locker herausfinden können. Der attraktive, qualitative Alpha-Mann, dem die Frauen hinterherlaufen, dem sie sich vor die Füße werfen und der genug Auswahl hat, der weiß sofort, ob die Frau Interesse hat oder nicht. Es liegt in deiner Verantwortung als Mann, herauszufinden, ob sie Bock auf dich hat oder nicht. Und das hätte er schon viel, viel früher machen können. Habe ich euch ja gesagt. Das war der Punkt. Da hätte er sofort sie aussortieren sollen. Denn die Frau sagt sich, ich verhalte mich ja wie eine Frau, die keinen Bock auf dich hat, die sich nicht vor deinen Füßen wirft. Du, du musst das verstehen. Ja, es liegt in deiner Verantwortung, es zu verstehen. Und das ist auch das, was ihr als Männer lernen müsst. Die Frau wird nicht kommen, also vor allem jetzt in den Konstellationen, also die Frau wird nicht kommen und euch sagen: Ey, ich habe kein Interesse an in dir. Schatz, du bist unattraktiv. Ich bumm's morgen fremd. Und ich verlasse dich jetzt wegen dem anderen. Sie wird es einfach machen. Und auch hier sage ich auch natürlich ganz klar zu den Männern: Sorry, aber auch für euch ist die Welt nicht fair. Es liegt in eurer Verantwortung zu. Zu wissen, ob eine Frau Interesse hat oder nicht. Zu wissen, ob sie eine brennende Leidenschaft hat oder nicht. Zu wissen, wie man sie im Bett auseinandernimmt. Zu wissen, zu wissen, zu wissen. Ein Mann muss das wissen. Sorry. Das hört sich böse an und viele werden sagen: Ja, das ist in Frauen interessiert der Struggle von Männern nicht. Frauen warten an der Ziellinie und ficken den Gewinner. Es interessiert eine Frau nicht warum du das nicht weißt oder wieso du Probleme hast das zu verstehen es juckt sie nicht sie wartet an der Ziellinie und bumst den Gewinner der der das versteht der der weiß was Sache ist und entweder ihr lernt das oder ihr seid dann die Typen die halt dann solche Videos machen also nicht videos machen aber dann halt im Endeffekt dann rumheulen und sagen ja wieso ja bro ganz einfach weil du nicht richtig aussortiert hast, weil du, nach dem, weil du beim zweiten Date nicht gesagt hast, zu mir nach Hause, Netflix and Chill, fertig aus. Und sie sagt, ah, 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 Und sagst du, kein Problem. Es gibt keinen Grund, uns draußen zu treffen. Aber wenn du das nicht möchtest, verstehe ich, alles Gute weiterhin. Und somit weißt du, sie hat für dich keine brennende Leidenschaft. Für sie hat es keine Notwendigkeit, mit dir in die Kiste zu hüpfen. Sie ist eine Jaina Hawking, die ihr vorhin gesehen habt, die nebenbei noch andere hat, die ihr das besorgen, was sie haben möchte. Und bei dir kann sie sagen: Ich schaue mir das mal an. War ganz nett beim ersten Date so. Ja, er hat jetzt nochmal gefragt, wie oft, wie oft Frauen zu mir gesagt haben, wenn ich sie über Typen gefragt habe, die sie wochenlang gedatet haben oder sie dreimal getroffen haben, aber nichts lief. Die zu mir gesagt haben, ja, ich dachte mir, ich gebe dem nochmal so eine Chance, weil wer weiß. Ja. <laughs> die zweite Chance ändert nichts. Na, aber Frauen auch, also auch da natürlich muss man sagen, Frauen sind da, kommen euch auch entgegen und sagen manchmal, ähm, sagen auch manchmal, okay, der, war ganz nett der Typ, ne, hat mich nicht überzeugt. Innerlich denke ich nicht so kribbeln und ich möchte mit dem unbedingt schlafen, aber. Ne? Auch hier realistisch, wenn sie so ein bisschen in der Realität ankommen, sagen die sich: Ja, aber ich bin jetzt auch keine 20 mehr, ne? so und, und die, die Alpha Besorger, die, die rennen jetzt mir nicht hinterher und ich muss ein bisschen realistisch sein, weil innere Werte sind wichtiger und für Familiegründen und so. Deswegen gebe ich ihm noch eine Chance. Ja, darum treffe ich mich noch mal. Vielleicht kommt, vielleicht entsteht da doch so ein kleiner Funke. Was in seltenen Fällen passiert? So, und dann hast du halt sowas. So, und das Problem ist aber, dass natürlich auf der anderen Seite halt der Mann ist, der sich halt denkt: oh krass, die will sich auch mal mit mir treffen, die schreibt mit mir. Das, ne, wir Männer logisch, das würde sie ja nicht machen, wenn sie mich nicht haben wollen würde. So, und dann natürlich diese, diese Schreiberei, wo ich mittlerweile sage: hört auf damit, schreibt nicht mit den Frauen. Ihr schreibt nur, wenn ihr was Wichtiges zu sagen habt. Und 99% eurer Textnachrichten sind irrelevant. Die interessieren niemanden. Es interessiert niemanden, was sie gerade macht, ob sie einen guten Tag hatte und was weiß ich, was du ihr schreibst. Sondern schreib, weil du Dates ausmachen möchtest und fertig. Und, und damit verhindert ihr auch diesen Invest, diesen unnötigen Invest. Schreiben kannst du ihr, wenn sie nach einem halben Jahr oder einem Jahr deine Freundin ist. Dann kannst du sie auch mal fragen, wie ihr Tag gelaufen ist. Okay, alles cool. Aber der Rest ist irrelevant vor allem ganz am Anfang, wenn vor, ne, vor allem wenn sie dir nicht das gegeben hat, was du halt haben möchtest, so und dann schreibst du natürlich, ne und es vergeht natürlich immer so mindestens ein bis zwei Wochen bis zum nächsten Date, dann schreibst du die ganze Zeit ne und für dich ist es natürlich toll, ne? sie schreibt dir zurück, äh, du machst einen date Datevorschlag, sie denkt sich, oh, komm gebe ich ihm noch mal eine Chance und du denkst ja, 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 oh mein Gott, geil, die hat noch Interesse und so. Aber du denkst sie natürlich auch als Mann, ne? also wieder podestisierendes Denken. Aber die ist ja, vor allem wenn du sie noch, noch heiß findest, die, die ist ja nicht so eine wie die anderen. Komm, ich mache mit der was draußen vielleicht was, weil ich möchte ja zeigen, dass ich es ernst meine. Ja? Und, und sie denkt sich halt nur... Äh, ne? Und ähm, das ist das, was halt dabei rauskommt. Und am, Ende vom, und am Ende hinter dem Gleichheitszeichen steht, du stehst alleine da. Und sie hat dir gar nichts gegeben und du hast dir 100% von dem gegeben, was sie haben möchte, nämlich deine Aufmerksamkeit. Sie hatte, sie hatte zwei schöne Tage mit dir, du hast sie bespaßt, du hast ihr Aufmerksamkeit gegeben und dann sagt sie, ja, war ganz nett, aber ich merke gerade, na, der wird ein bisschen aggressiver und der will ein bisschen mehr. Und ich merke aber, ich will eher genau das Gegenteil. Und irgendwann wird er mich nach Hause einladen, da habe ich keinen Bock drauf. Also komm, scheiß drauf und bin weg. Und das ist halt die Konsequenz. Und dann natürlich, ja, selbstverständlich, wenn du natürlich keine Ahnung hast als Mann, natürlich sitzt du dann da, vor allem als die Person, die am meisten investiert hat. Und dann sagst du dir ja voll asozial und dies und das und tralala, dass sie mir nicht Bescheid gegeben oder dass sie nicht von sich aus zu mir gekommen ist. Ja, ja, natürlich. Also, wenn wir das Ganze bewerten und sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ja, selbstverständlich ist es scheiße. Absolut. Für jeden, der in so einer Situation drin ist. Aber du musst halt lernen, die Welt ist nicht fair. Und du musst halt lernen, dass die meisten Frauen das nicht machen werden. Gibt es Frauen, die mir auch in der Vergangenheit geschrieben haben, nach dem ersten Date, ey, du pass auf, von sich aus, ohne dass ich irgendwas schreibe, war cool mit dir, aber die Tralala, tra ja, gibt es. Gibt es Frauen, von denen ich nie wieder was gehört habe, weil sie gar nichts geschrieben haben, ja, mehr als die Frauen, die mir geschrieben haben, hey, pass auf. Also die Frauen, die mir jemals geschrieben haben, hey, äh, du pass auf, dies, das, Tralala und äh, ich glaube, das wird nichts, da fallen mir, glaube ich, ein oder zwei ein. So, Frauen, die ich, von denen ich nie wieder was gehört habe nach dem ersten Date, wahrscheinlich fünf, sechs, so denke ich mal. Keine Ahnung, ich vergesse die. Ich muss sagen, ich vergesse die Frauen. Immer. <laughs> ähm, so und deswegen ja, ja, natürlich ist es äh, sozial und, und, und gerecht und, und und empathisch, wenn die Frau von sich aus kommt und sagt, ey, du ist nix. Aber das wird selten passieren. Und deswegen musst du als Mann lernen, hey, du musst es von dir aus verstehen, was Sache ist. Und deswegen musst du dich halt mit dieser Mann-Frau-Dynamik beschäftigen, um genau diese, dieses, äh, dieses zu vermeiden. Ne, hier geht es nicht darum, dass die Frau Interesse an dir hat in erster Linie, sondern es geht darum, dass du dich mit den richtigen Frauen beschäftigst. Und vor allem natürlich auch klar am Ende des Tages, dass du halt nicht unnötig Zeit verschwendest, um am Ende nicht nur auf die Fresse zu fallen, sondern am Ende auch noch sinnfrei Zeit zu verlieren. Das ist das, ist das was immer an vorderster Stelle steht. Es steht nicht an vorderster Stelle, wie, wie, wie kriege ich eine Frau rum oder wie schaffe ich es, eine Frau von mir zu überzeugen. An vorderster Stelle steht immer, ähm, wie vermeide ich es, mal wieder auf die Fresse zu fallen. Oder mich mit Frauen zu beschäftigen, die am Ende nur Kopfschmerzen sind oder die am Ende mich ablehnen werden. Und dann habe ich äh, im schlimmsten Fall acht oder zwölf Wochen damit verbracht, irgendeiner hinterherzulaufen, die mir das Gefühl gegeben hat, dass er mir Interesse hat und dass er es so ernst mit mir meint und die mich auch noch warten lassen hat. Ähm, und, und nur am, um am Ende ihr quasi so aus der, aus der Nase zu ziehen, dass er eigentlich doch keinen Bock hat. Und deswegen so warm-kalt-Spielchen macht und gemischte Signale sendet. Ja. So ist es. Ah, ich habe noch was. Bleiben wir bei den Männern. Sollte in einer Beziehung... Meine Freunde, Frage an den Chat. Okay, Frage. Hört zu. Die Frage lautet: Sollte in einer Beziehung der Mann die Frau mehr lieben oder die Frau den Mann mehr lieben? Okay. Haut raus, während ich was trinke. <laughs> Mal sehen, wie gut ihr aufgepasst habt. <laughs> Frauen werden jetzt sagen: der Mann natürlich. Beide. Das einmal eins des Beide. Wie dressiere ich einen? Wieder. Der Mann muss immer mehr lieben. Nee, nee, nee. Der Mann muss mehr lieben. Im Übrigen, diese ganzen Sachen, die die Frauen dann immer sagen, also diese ganzen Narrative, auch so wie das hier, ne? Das habt ihr auch sicherlich schon oft gehört, dass dann Frauen immer sagen: Hey, der Mann muss mehr lieben, weil dann macht er dies und das und tralala für dich. Das sind übrigens Sachen, die dazu dienen sollen, dass der Mann sich natürlich betaisiert. Also das muss ich auch bewusst sein. Das ist das Einmal-Eins des Betas sozusagen. Für die Frau gut, weil sie sich leicht binden lässt, weil sie natürlich dann auch entsprechend machen kann, was sie möchte. So, also wir sind uns alle einig, dass natürlich die Frau mehr lieben sollte. Und wir sind uns auch alle einig, dass dass immer in einer Beziehung einer mehr liebt als der andere. Das ist einmal eins in der Psychologie, das könnt ihr nachlesen, damit könnt ihr euch beschäftigen. Das gilt für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Okay? Es gibt immer einen, der mehr, also lieben heißt, steht für mehr investiert. Es gibt immer einen, der in einer Beziehung mehr investiert als der andere. Und selbstverständlich bedeutet es aber auch gleichzeitig, dass der, der mehr investiert, auch der ist, der, der den anderen am meisten braucht. Und, 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 und der Gegenüber ist immer derjenige, der die größte Macht in einer Beziehung hat. Weil er natürlich sehr wenig investiert hat. Und es ist auch immer meistens immer der, der aufstehen kann und sagen kann, wenn es mir halt nicht passt, gehe ich einfach. Es gibt keinen. Ne, also, Frauenversuch, auch, auch das übrigens, ne, ist wieder ein. Modustrick. Frauen versuchen uns das immer zu verkaufen, dass sie sagen, auf Augenhöhe. Nee, das muss immer gleich sein. Es gibt aber kein Gleich. Das, also allein auf, auf der psychologischen Ebene, wie die, wie die Gesetze der Psychologie sind, funktioniert das gar nicht. Das, das, wenn beide gleich sind, heißt das, Machtverhältnis ist bei beiden oben und entsprechend wird es keine, wird keine Beziehung daraus entstehen. Weil im Endeffekt natürlich auch jeder das durchsetzen möchte, was er, was er will. Ne? So, und warum muss die Frau mehr lieben? Ganz einfach, also wie gesagt, Anne eine, eine liebt immer mehr. Es gibt einen Verehrer und es gibt einen Verehrten. Das Problem ist natürlich, dass die meisten von uns der, Ver, der, der, der Verehrer sein möchten. Also auch Männer möchten der Verehrer sein. Also, wenn Männer nach Frauen suchen, wo sie sagen, ich möchte in sie verknallt sein, ich möchte, dass so Gefühle entstehen, sagen sie damit nichts anderes wie, ich möchte der sein, der sie verehrt. Weil der Verehrte. Immer die meisten, vor allem Glücksgefühle in der Beziehung bekommt. Das ist immer die Person, die nach etwas trachtet und immer von der anderen Person belohnt wird. Der, der verehrt wird, hat keine großartigen Glücksmomente in der Beziehung. Nicht zumindest so wie der Gegenüber. Ne? Weil du halt die Person bist, die halt von, von Emotionen her eher, ich sag mal, Gedämpft ist, eher so im Mittelbereich ist. Bisschen hoch, bisschen runter, ne, also ab und zu, aber du hast nicht dieses Auf und Ab. Du hast nicht dieses so, oh, ich, ich, vermiss, also ich vermisse sie krass, ich will sie wiedersehen und dann kommt sie und es befriedigt dich dann richtig geil. Deswegen wollen eigentlich alle in der Regel die Person sein, die mehr liebt. Danach trachten immer, sowohl Männer als auch Frauen. Okay, warum muss jetzt aber die Frau, also theoretisch könnte man sagen, es ist ja eigentlich egal, aber warum muss die Frau die Person sein, die mehr liebt, weil die Frau diese emotionalen Up and Downs braucht. Das ist das, was dich am Ende auch attraktiv macht als Mann. Das heißt, wenn die Frau mehr liebt, wird es dazu führen, dass du mit der Zeit unattraktiver wirst. Und dann am Ende natürlich die Konsequenz ist immer fremdgehen oder verlassen werden. So auf der anderen Seite als Mann ist es nicht so problematisch, weil, als Mann, vor allem wenn du halt sehr rational denken kannst, wirst du wissen, okay, sie ist ein guter Fang für mich, vor allem was Familie angeht. Zweitens, solange sie geil ist und du sie immer noch sexuell anziehend findest, hast du gleichzeitig natürlich nicht vergessen, wir Männer, wir lieben idealistisch. Das heißt also von Natur aus, ähm, äh, von Natur aus ähm, bindest du dich schon so, dass du sie nicht einfach so verlassen wirst, auch wenn du nicht derjenige bist, der sagt, ich bin so krass hinterher. Ne, ganz wichtig, das heißt, nicht, das heißt nicht, dass du natürlich innerlich Klotz sein sollst. Beziehungsweise, dass du innerlich tot sein sollst, was die Gefühle ihr gegenüber angeht. Äh, genau, was die Gefühle ihr gegenüber angeht. Na, natürlich entwickelst du auch mit der Zeit Liebe und, 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 und hast auch ein, ein Gefühl von Liebe ihr gegenüber. Aber nochmal, es ist nicht zu vergleichen wie mit dem, was dein Gegenüber hat, der dich nämlich verehrt. Ne, also, wenn du. Wenn du also, nur zum Verständnis, wenn ihr eine Frau kennenlernt und ihr entwickelt keine Liebesgefühle für sie, es entstehen generell keine Gefühle, dann werdet ihr natürlich auch als Mann nicht mit ihr zusammenbleiben können. Weil, weil sie irgendwann nervig wird, irgendwann wird sie euch nur abfacken, irgendwann werdet ihr nur gereizt sein von ihr, ne, weil natürlich ihr sagt, eigentlich will ich auch nicht mit ihr zusammen sein. Okay, also nochmal nicht in diesen Extremen denken. Das heißt nicht, dass der andere gar nicht liebt. Selbstverständlich sollt ihr eine Frau finden, wo ihr auch Gefühle mit der Zeit entwickelt und wo natürlich auch ein Gefühl der Anziehung da ist. Aber ihr müsst halt verstehen, es gibt immer nur einen, der mehr liebt als der andere. Wenn du übrigens, wie kannst du das herausfinden? Auch ganz simpel. Wenn du dich als Mann fragen musst, ob ich oder sie mehr liebt, dann liebst du meistens mehr als sie. Wenn die Frau sagt, wir lieben gleich, dann liebst du sie mehr als sie. Okay, merkt euch das so als Richtwert. Also wenn du als Mann dich, dich hinhockst jetzt und jetzt sagst, also es muss schon wie aus der Pistole rausgeschossen kommen, wie aus der Pistole rausgeschossen kommen, dass du sagst, nee, sie ist mehr in mich verknallt als ich. Ich bin da so ein bisschen gechillter, was das angeht. Also ich bin da nicht so krass hinterher. Ich denke nicht dauernd an sie. Also wenn ich so meinen Alltag ne, erledige, dann vergesse ich sie teilweise. Das, dann weißt du schon, du bist auf der richtigen, auf dem richtigen Trichter. Wenn du aber sagst, ich denke die ganze Zeit an sie und ich gucke mein Handy und dies und das und erwart und, 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 mach und, und irgendwie kriegt die Krise, wenn sie mal drei Stunden nicht antwortet, dann weißt du schon, ne, Hat sie dich an den Eiern. Okay, kommen wir aber nochmal zurück zum Thema ähm, Wer muss mehr lieben? Diese, jungen, diese zwei jungen Männer werden das uns natürlich jetzt beantworten. Und äh, wenn ihr euch die beiden jungen Männer gerade angeschaut habt, dann werdet ihr jetzt wissen, welche Antwort sie von sich geben werden. Aber wir sind immer für eine Überraschung gut und freuen uns natürlich, wenn wir hier äh, beleuchtet, wollte ich gerade sagen. Äh, erleuchtet werden. Der Mann, die Frau. Wieso? Der Mann, die Frau. Sollte in einer Beziehung der Mann die Frau mehr lieben oder die Frau den Mann mehr lieben? Wer hätte das gesagt? Der Mann, die Frau. Wieso? Der Mann die Frau. Wenn der Mann die Frau nicht mehr liebt, auch nur einen einzigen Prozent, dann funktionieren Beziehungen nicht. Das war eine Fangfrage von mir. Das, das, das muss beides even sein. Das kann also wirklich, so einer schlimmer als der andere, gell? Das ist, das ist, Also, du hattest ja wenigstens so die Hoffnung, dass der andere so ein bisschen ne, dagegen hält und dann auch das erklärt, aber ein, einer lo genauso lost wie der andere. Kann nicht eine ja, das Parteien ist natürlich die super. Übrigens. Ich meine, ich, ich weiß, warum er dieses Narrativ von beide gleich jetzt ausgepackt hat, weil sehr oft äh, habe ich auch schon bei Männern erlebt, die dann auch zu mir ins Coaching kommen und dann sagen, ja, und mir dann erzählen von, von dieser Beziehung oder, oder Dating-Phase, die sie gerade haben, und dann erzählen sie mir auch, dass die Frau, also beide lieben sich gleich, weil die ist dann auch so krass verliebt, aber im zweiten Satz erwähnen sie halt, dass sie gerade Hardcore gebumst werden von der Frau. Also kann es schon mal nicht sein, dass beide gleich lieben, aber gut. Aber daher kommt dieses Narrativ übrigens, dieses so, äh, wir beide, wir lieben gleich. Ne? Wir beide sind äh, auf, auf einer Ebene, was die Gefühle angeht. Was nicht stimmt, du bist als Mann oben. Sie ist, sie, sie, sie gibt dir das Gefühl, weil sie natürlich auch hinterher ist. Klar, natürlich, selbstverständlich. Äh, aber... Ähm, aber du bist selber so geblendet, dass du halt die Details halt nicht siehst, weil du mehr liebst als sie. Das ist halt das Problem an der Sache. Daher kommt übrigens sein Narrativ hier von beide müssen gleich lieben. Was nicht stimmt, weil also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das jetzt eine Erfahrung ist und er jetzt sagen würde, was weiß ich mit meiner Ex und meinem jetzigen Freundin, wir lieben uns beide gleich, dann heißt es übersetzt ich liebe sie mehr als sie mich. Und, 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 und ihr Interesse oder ihr, ihr Mitziehen sozusagen, also, also auch Frauen, die weniger lieben, heißt ja nicht, dass sie nicht mit dir kuscheln wollen, dass sie dir nicht sagen, ich liebe dich und so weiter und so fort. Und das ist ja genau dasselbe, was wir, was wir auch mit dem Thema brennende Leidenschaft hatten. Also nur, weil eine Frau Interesse, an also zwischen Interesse haben und mit dir zusammen sein wollen und brennende Leidenschaft liegen auch Welten am Ende des Tages. Und das ist genau dasselbe. Deswegen sagt er das auch, ja, beide müssen gleich... Lieben. Oh nee, beide müssen gleich lieben. Was nicht existiert. Also nochmal: Gesetze der Psychologie, Naturgesetze sind das. Das, das kann, das, sowas gibt es nicht. Okay? Und wird es auch niemals geben. einfachste Antwort, aber wenn ich meine ganz ehrliche Meinung sagen würde, ist, wenn die Frau mehr liebt als der Mann, dann ist es oftmals so, dass die Beziehung kaputt geht. Warum? Da habe ich das Gefühl, dass der Typ irgendwie so ein bisschen das Interesse verliert. Es muss ja nicht mal so sein, dass man irgendwie mehr macht oder keine Ahnung, aber, aber ist es nicht andersrum genauso? Nein, ich weiß nicht. Weil man eher als Typ dazu neigt, in einer Beziehung irgendwann weniger zu machen. Irgendwann so ein bisschen sich gehen zu lassen. Ich glaube, in einer Beziehung ist es langfristig so, dass das hm. in Wellen läuft. Also wenn du, das wechselt ganze, sich. Wenn die ganze Zeit der Typ mehr liebt als die Frau... Dann fühlt sich die Frau auch irgendwann zu sehr zugeschüttet. Soll sich nicht im Verhalten äußern. Ich meine nur so in dem Tiefen des Herzens. Wenn der Typ mehr liebt, glaube ich einfach, dass die Beziehung ein Leben lang halten kann. Ich weiß nicht warum. Das ist mein, mein Gefühl. Echt, das ist laut. Ich hab das schon so leise Keine Ahnung, aber, aber ist es nicht andersrum genauso, nein, dass die andere ich, Partei nein, auch das Interesse verliert? Weil man eher als Typ dazu neigt. Okay, bleiben wir mal ganz kurz beim Argument, ist es nicht auch so, dass das, dass, dass, weil Frauen würden jetzt auch genau dasselbe sagen. Würden sagen, ja gut, aber wenn, wenn ich ihn mehr liebe, als er mich, dann verliert er auch das Interesse mit der Zeit. Und auch hier, nochmal, das Problem ist, Beide sehen das in diesen Extremen, also auch wenn Frauen davon sprechen. Und also wenn eine Frau, die natürlich selber verknallt ist ne, und krass hinterher ist und sagt, ja, aber ich möchte, dass der Typ ja genauso ist wie ich, also dass er diese Gefühle hat, damit er ja genauso hinterher ist, wie ich es bin. Das, das ist ja das, was dahinter steckt, was er damit sagen möchte. Und wenn du jetzt sagst, aber er liebt weniger als du, dann verstehen die gleichzeitig auf der anderen Seite, der liebt gar nicht, der hat gar keine Gefühle. Und darum geht es ja nicht. Wie ich ja vorhin gesagt habe, selbstverständlich sollst du als Mann eine gewisse Attraction verspüren. Selbstverständlich sollst du Gefühle entwickelt haben. Selbstverständlich sollst du auch lieben, dass du sagst, hey, sie ist, sie ist mir wichtig, ich möchte auch mit ihr zusammen sein. Aber nochmal, das heißt nicht, dass du mehr lieben sollst oder dass du krass hinterher sein sollst. Zwischen... Ich, also, ich bin mega krass verknallt und ich bin immer hinterher, weil sie mich halt innerlich triggert. Und, ähm, und, und sie ist mir wichtig, ich liebe sie, ich möchte mit ihr zusammen sein, sie zieht mich an. Auch hier liegen Welten. Trotzdem kann sie mehr hinterher sein. Und das Ideale, damit eine Beziehung langfristig funktioniert, Ne? Wäre natürlich klar, wenn beide Parteien Gefühle haben, weil wie ich gesagt habe, wenn du natürlich gar keine Gefühle für eine Frau als Mann aufbauen kannst, sogar wenn sie auf der rationalen Ebene ein sehr guter Fang ist, wirst du trotzdem nicht mit ihr zusammenbleiben. Das wird nicht langfristig funktionieren, weil sie wird dich halt langweilen, du wirst anfangen, ähm ja, du wirst dich halt langweilen, du wirst äh, irgendwann... Ähm nach anderen Ausschau halten oder vielleicht wenn du sogar welche kennenlernst, bist du, eher, ne, bist du dann eher dahin ziehen und so weiter und so fort. Aber im Idealfall wäre das natürlich, dass du, dass die Frau die brennende Leidenschaft hat, ne, also völlig hinterher ist, alles für dich tun möchte und du halt mit der Zeit, indem du je länger du mit ihr Zeit verbringst und du sie kennenlernst und, und so weiter und so fort, äh, sie anfängst. Oder auch anfängst, weil am Anfang schon eine gewisse, eine, eine, eine gewisse Attraction da war, weil sie dir gefallen hat, weil sie etwas hatte, wo du sagst, hey, mit der möchte ich, verbringe ich auch gerne Zeit und sich das mit der Zeit so ein bisschen ausbaut sozusagen. So, und das schafft natürlich, das schafft natürlich ähm, die, das, so, so, so ein Feld oder so, so, so eine Kuppel, wo natürlich auch die Frau die gewisse Sicherheit bekommt, dass du natürlich jetzt nicht gehst, nur weil du weniger liebst. Na, aber es wird halt immer in diesen Extremen gedacht und es gibt halt nichts Schlimmeres als ein Mann, der mehr liebt als eine Frau. Also sorry, das ist für eine Frau Abturn-Modus hoch 100. Wenn, wenn du möchtest, dass eine Frau dich verlässt, mach genau das. Verknall dich voll in sie und laufe voll hinterher. Und dann wird sie dich entweder verlassen, also weil sie einen Abturn von dir bekommen hat, oder wenn sie dich als guten äh, Beta-Provider sieht sozusagen, ähm, wird sie dich halt dann entsprechend, ne, wird, sie, wird sie die, wird sie die, äh, die Kontrolle in der Beziehung, also die die Führung in der Beziehung übernehmen und wird dann halt mit dir alles machen, was sie halt möchte. Und du wirst halt nur leiden als Mann. Deswegen. Ähm, Allein schon, wenn du als Mann möchtest, mit einer, dass du mit einer Frau zusammen bist, die, die eine brennende Leidenschaft für dich hat, muss die Frau immer mehr lieben. Fertig aus, ohne wenn und aber. Und wenn du möchtest, dass diese Anziehung bleibt, dann muss es so bleiben. Und ihr muss bewusst sein, dass natürlich, vor allem, wenn du in so einer romantisierten Welt aufgewachsen bist, dass du niemals mit einer Frau zusammenkommen darfst, wo du weißt, ey, ich bin da voll hinterher, ich bin voll in die verknallt sozusagen. Ne, Die gefällt mir richtig geil, äh, richtig gut. Ich finde die richtig geil. Die triggert mich innerlich. Ich, 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 ich denke fast 24 Stunden an sie. Das ist sogar, wenn diese Frau keine Red Flags hat, was selten der Fall ist, weil man, man neigt dann dazu, all diese ganzen Red Flags zu übersehen, wäre so eine Frau keine gute Wahl. Das, das müsst ihr halt verstehen. Also diese, diese bittere Pille müsst ihr halt schlucken. Weil das, das Dynamikverhältnis komplett gekippt ist. Und die, und, und die, die Dynamik, dass, dass die Frau treu und loyal ist, muss so sein, dass sie halt mehr liebt als du. Also Loyalität und Treue geht flöten, wenn, wenn es genau andersrum der Fall ist, wenn der Mann mehr liebt als die Frau. Und 50-50 gibt es nicht. Das ist das, das, das ist unrealistisch. Das gibt es nur im Fernsehen. In der Traumwelt sozusagen. Bei 50-50 fällt du als Mann halt immer auf die Fresse. So. Ich guck mal, ich guck mal. Ah, ich habe euch doch hab letzte Woche mal ähm, Aber Chat. den Kollegen gezeigt, ähm, wo ich doch einer Frau Props gegeben habe, falls ihr euch noch erinnern könnt. Der äh, andere Frauen testet. Und der eine Frau getestet hat. Und wer es nicht mitbekommen hat, äh, äh, der Kollege hier, der testet Frauen, ne, für, Also Männer können ihn anschreiben. Ich glaube Frauen auch, aber meistens schreiben die Männer an und sagen, ey, teste doch mal bitte kurz meine Freundin, ob sie treu ist oder mein Date, was ich gerade date. Und letzte Woche war doch eine da, die ihm die eine Nummer gegeben hat und das war die Nummer von diesem Typen, also von dem Typen, den sie datet, ne? wo wir gesagt haben, ey, krass und so. So, ich möchte ich aber trotzdem. <laughs> wir wollen ja ein bisschen bashen <laughs> und ich möchte euch trotzdem noch mal eine andere Seite zeigen, der Medaille, wie es auch laufen kann, aber wie es nicht laufen sollte. Ich hör auf damit. Aber Chat, ich höre auf damit. Ich habe schon öfters gesagt, ich mache das nicht mehr, weil das ist zu viel, ja. Auf jeden Fall hat mir eine geschrieben: Was geht ab, Mo? Kannst du bitte meine Freundin testen? Bruder, seit ein paar Wochen merke ich, sie ist anders als früher. Bitte, Bruder. Ich sag Ja, Bruder, kann ich machen. 10 Euro PayPal, 20 Euro in ein Video. Hat mir eine E-Mail geschickt. Er hat 10 Euro geschickt. Hat dir Profil geschickt. Und meinte, wenn sie verkackt, schicke ich dir nochmal 10 Euro. Okay. Dann meinte ich, Tamam, ich melde mich und habe sie direkt angeschrieben. Ich meinte, du bist hübsch, aber weißt du, was ich in dir ändern würde? Was fragt Merkt euch den Opener. Der hatte immer sehr gute Opener, muss ich sagen. Fragezeichen. Meinte ich, dein Nachnamen. Sie meinte, haha, damn. Der war gut. Ich meinte, findest du? Hab noch viel bessere. Ich schreibe, sag mal. Meinte ich, sag ich auf Facetime. Und Bruder, das hat einfach gereicht. Vier, vier Nachrichten. Vier Nachrichten für ihre Nummer. Ich hab das. <laughs> Bruder geschickt und dann meinte Bruder, rufe ich mit dir zusammen an, weil die manipuliert mich mal und so. Im Übrigen, ähm, wenn er jetzt fragt, okay, aber wieso geben diese Frauen immer so schnell ihre Nummern her und dies und das und tralala. Also, ich gehe mal davon aus, dass er sie mit seinem Business-Account anschreibt und es ist halt jemand, der natürlich sehr viel Cloud hat. Ne? Das heißt, da, 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 da ist schon quasi auf eine gewisse Art und Weise ähm, die Versuchung sehr groß. So, also, er hat gesagt, Facetime, sie hat gleich eine Nummer geschickt. ich will, dass sie auf frische Tarte tapfer weißt du? Meint ihr, ich, okay, Bruder, also rufen wir die jetzt an, okay? Hallo? Ja, hallo? Warum rufst du hier an? Warte kurz. Junges Alter? <laughs> oh, da hat den Freund mit reingekommen. <laughs> hallo, ich rede mit dir. Ich schwöre, lass mich nicht ausrasten. Guck mal, guck mal, guck mal, damit das klar ist. Wie lange seid ihr zusammen? Elf Monate, fast elf Monate. Junge, wir sind nicht mehr zusammen. Guck mal, liebe Männer, ich gebe euch mal einen kleinen Rat, okay? Wenn du eine Frau datest und, <laughs> und die redet, Junge, okay? Also, wenn so mit dir redet, okay? belongs to the streets. Okay? Also, ich meine, über Geschmack lässt sich ja streiten, okay? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht zum ersten Mal zu ihm gesagt hat. Ey, Junge, okay? Das, also das sollte schon eine Red Flag sein. Junge, wir sind nicht mehr zusammen. Äh, soll ich die Screens schicken? Junge, was für Screens? Bei Gott, wir sind nicht mehr zusammen. Warum, warum sagst du bei Gott, Junge? Ich weiß nicht, ob du noch am Hängen bist. Aber <laughs> ich weiß nicht, ob du noch am Hängen bist. Aber wir sind nicht mehr zusammen. Ey. Gestern schreibst du mir noch, ich liebe dich. Soll ich Ja, das war nur Spaß. <laughs> oh, der Arme. Boah, du bist... <laughs> so kann es auch laufen. Ja. Ne? <laughs> oh Mann. Also, überlegt es euch gut, wenn ihr euch ins Boot holt. Ne? So. <laughs> okay, ich überlege gerade. Hm. Ah, wir haben noch ein paar Minuten. Wir, machen, wir, wir, haben, wir, haben heute genug, wir waren heute genug ernst. Ich mache mir ein bisschen, ein bisschen Spaß noch. Ich wollte mit euch ein bisschen Spaß machen. Ich habe nämlich was Schönes gefunden das ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar, ähm <laughs> und zwar, ähm, ihr kennt doch sicherlich alle noch ähm, das hier, Domian. Okay? Ich, ich, weiß, ehrlich gesagt nicht, ob es das immer noch gibt, also auf YouTube oder so oder, Also ich, ich weiß, es sind noch, das sind alte Folgen, aber ähm, ist auch egal. Ich habe so eine ganz, eine wunderschöne Folge entdeckt. Wo, wo ich gesagt habe, ganz kurz mal reinhören, okay? Und ihr wisst, da kommen nur die Geilen. Hört zu. Hört zu und staunt. 24 Jahre alt. Hallo Laura. Gemeinsam im Radio und Fernsehen begrüße. Das ist Laura. Und Laura ist 24 Jahre alt. Hallo Laura. Hallo. Laura ist am Start. Hallo Dummi. Ja, da bist du. Schön. Hallo Laura, was ist dein Thema? Also es ist so folgendermaßen, es ist ein bisschen kurios, ich hatte... Also, es ist ein bisschen kurios, okay? Das ist die Einleitung. ...vorgestern mit... Ah, okay, gut, das sind alles nur so alte Folgen. Alles klar. ...fünf Männern Sex gehabt... Das habt ihr jetzt nicht... Oh, das haben wir jetzt verpasst. Also, ganz kurios, Laura hat was gemacht? Ich hatte vorgestern... Mit fünf Männern Sex gehabt? Und oh, gestern mit fünf Männern Sex? Ja. Ja. Auf einmal? Auf einmal, ja. Du lieber Himmel. Genau. Eine Rundung um Shisha Bar und Gött geben. Das, ähm, ja, ich sag mal so, es ist so, es sind, äh, allerdings kommt dazu, sind es Arbeitskollegen von mir? Ist ja noch schlimmer. Ja, eben. Ja. Und hey, ja, mein Arbeitskollegen, ich habe gedacht. Was, 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 wo arbeitest du? Was arbeitet ihr? In der Bäckerei und Konditorei. Also waren das, waren das Konditoren und, ja. und, und, und so. Well, I'm Bäcker. a whore. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Und du bist Bäckereifachverkäuferin? Richtig, genau. Ich ja. arbeite vorne im Verkauf. Ja. Ja, und wie kam das denn jetzt dazu, Mensch? Man geht doch nicht gleichzeitig mit fünf Kollegen ins Bett. Ich muss jetzt erstmal fragen, wie, in welchem, in welcher Altersstruktur sind die fünf Kollegen? Also, ich bin 24 ja. und ähm, ja, so zwischen 24, also der eine ist 24 ja. und ansonsten äh, 29 und 30. Ach so, also also in deinem Bereich ungefähr, ne? Ja. ja. So, wie kam es dazu? Fünf Männer. Ja, also es war so, ähm, seit fast anderthalb Jahren werde ich in einer Tour natürlich super geärgert und ich meine. Zwischen so vielen Männern ist es ähm, auch nicht einfach, sich da irgendwie ähm, aufzulehnen. Und also es gibt keine andere Frau in der Bäckerei, in eurer Firma? Die haben sie geärgert und hat sich gedacht, hol ich mir mal die Gurken. Doch, doch, doch. es sind noch mehrere Leute im Verkauf. Ja. Ne? Warum, die, also wir wechseln uns immer und ab. Und warum musst du dich da gerade auflehnen und warum hast du es gerade so schwer als Mädchen, als Mädel da? Oh, das ist eine gute Frage. Nächste Frage, weiß ich nicht. <laughs> Keine Ahnung. Na gut, also du hast es schwer. Du hast es schwer, dich da aufzulehnen gegen die Männer. Ja, Domian, ist es ist so, ich flirte auch gerne. Das höre ich schon. Das ja. ist ich schon, ja. Und, ähm, also, okay, also so du hast, sprechen wir so offen aus, du hast die Jungs heiß gemacht. Schon eine ganze Weile. Eine ganze Weile, ja, aber ja. es lag auch daran, dass ich eigentlich immer geärgert wurde in einer Sache. Ja. Und das habe ich irgendwie hab ich gesagt, das lasse ich nicht mehr ähm, ja, auf mich sitzen. Genau, hast du gesagt, also ich will hier nicht geärgert werden. Ganz Jetzt genau. Jetzt dürft ihr alle mal mit mir in die Kiste. Nein, es war so, es ging waren immer diese typischen Männersprüche, Domian, ja. die unter die Gürtellinie gehen ja. und so weiter und so weiter. Kenn ich gar nicht, was sind denn das für Sprüche? Ah, zum einen, ich könnte nicht also ich könnte vielleicht mit dem Mund nicht äh, oh, okay. arbeiten, mit den Händen sicherlich schon, mit dem Mund nicht. Ich verstehe, sehr Sehr, sehr darbe Sprüche. Sehr, sehr und da hat sich gedacht, ich beweise auch jetzt, dass ich auch mit dem Mund gut Besprüche. Ja, genau. Jetzt ja, sag mir, wie das dazu gekommen ist, Mensch. Ja, es ist so gewesen, ich habe dann gesagt, Leute, ähm, habt ihr nicht Lust auf einen Spaghetti-Abend? So, und so ging das Ganze dann los. Ich habe gesagt, ich brauche ganz große Pötte <laughs> Spaghetti Bolognese. So nennt man das, Spaghetti-Abend. Spaghetti-Abend. Ah, ja. Genau. Mhm. Dann haben ja. Wir gesagt, ja, wir haben Lust auf einen Spaghetti-Abend. Ja, zuerst war es so ein bisschen äh, fraglich. Zuerst haben drei zugesagt ja. und, ähm, ja, und die anderen beiden haben dann auch noch gesagt, sie kommen dann noch Sind die Jungs äh, alle Solo? Nee. Nee, habe ich mir auch schon gedacht. So, nee. aus dem Spaghetti Abend wurde dann ein heißer Sexabend. Ich sagte das, ja, ich das war so, also sie kamen ja. alle nach und nach, ja. ne? ein paar haben sich verspätet. Ja. Ähm, Spaghetti waren dann auf dem Tisch und ich habe auch noch eine Küche <laughs> Hilfe gehabt, das war überhaupt kein Problem alles. Ach, da war noch ein Mädel dabei. Nein, 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 nein. Ah. Äh, dann, also als sie dann da waren. Ach so, von die Jungs haben dir geholfen. Die Männer mhm. haben ja. geholfen, mhm. genau. Ja. Und äh, währenddessen bin ich dann, als wir dann auch fertig waren mit Essen, bin ich hm. dann ins Badezimmer gegangen und habe mir ganz heiße Dessous angezogen. <laughs> Alter, das ist doch fake. Du ja hast gesagt, Leute, jetzt, jetzt. Dummian, versteh, das war irgendwie so ein richtiger Kick für mich. Ich verstehe. Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt hat... Bruder, stell, stell dir vor, deine Arbeitskollegen... Läd dich ein zum Spaghetti-Abend. Einfach so. Und du gehst dahin mit deinen vier anderen Arbeitskollegen. Und die macht Spaghetti. Und dann kommt sie mit der Sauce raus aus, der, aus dem Klo. Da habe ich die Schnauze sowas von voll. Ziemlich so super sexy angeschminkt und gestylt war ich ja schon. Und bin dann raus. Und du glaubst gar nicht, wie die geguckt haben. Ja, das glaub ich aber wirklich. Alle ihren Mund nicht mehr. Da haben die ähm, überhaupt nicht mit gerechnet, ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du, da steht plötzlich Laura in Deshous vor, vor... Man hat vorher ein lecker Spaghetti gegessen und dann stehst du da in Deshous vor den Jungs. Ja, genau. Das war echt der Hammer. <laughs> ja. Ähm, und dann? Ja, also, ähm, also der eine von den Männern, also Marcello, der hat ähm, Terra noch mitgebracht. Ja. Da kam auch sehr gut. Ja. Ja, und dann ging es das los, dass die Musik lief. Ich habe sie ein bisschen lauter gemacht. Es war auch Album viel mit im Spiel. Ist mir klar. Ja, und ja. dann habe ich so langsam ähm, tja, die Höhen fallen lassen, sage ich mal gestrippt. Mhm. Und dann kamen auch zwei auf mich zu. Ja. Und ähm, haben mich dann auch ziemlich schnell ausgezogen. Das ging relativ schnell. Und dann endete das Ganze in einer Orgie. Aber absolut, ja. Absolut. Wir haben den Tisch noch weggerückt. Ja. Und <laughs> das war hat es dir gefallen? Es war der Hammer. Es war der Hammer. Das war unglaublich geil. Das, das Problem ist: Am Samstag, für Samstag, ähm, ja, ist es ist dann nochmal geplant. Allerdings würden eventuell sogar noch zwei Kumpels mitkommen. Hör mal, das ist ja doch eine well, ganz verrückte Geschichte. Ihr seid ja Arbeitskollegen. Yeah. Das, das Verkompliziert das Arbeitsverhältnis doch? Das, das ist das Problem. Ne? Also ich bin natürlich wieder da gewesen. Ja, das war vorgestern, sagst du? Ganz genau. So, das war also gestern und heute war normale Arbeitszeit. Ja. Geht man nicht irgendwie befangen miteinander um? ist man nicht irgendwie ein bisschen gehemmt und ist das nicht alles ein bisschen seltsam? Also gehemmt eigentlich überhaupt nicht mehr. Es ist nur so, dass irgendwie jetzt natürlich was ganz anderes in der Luft liegt. Also ne. ich, wir kennen uns alle jetzt irgendwie ganz anders. Ja. Und ähm, ja, es kommt dazu, es hat sich noch einer in mich verliebt, Aha. der mich so ein bisschen unter Druck setzt jetzt auch Aha. wegen dieser ganzen Serie, sage ich mal. Oder was heißt für mich ja nicht, aber für ihn. Ach so, das heißt wir äh, will ja. dich erpressen irgendwie? Ja, ist <laughs> sie <laughs> noch andere sie <sind> verliebt. Ja, <laughs> Bruder, denkst du, so, ey, Traumfrau, einfach Traumfrau, Traumfrau. Ich schaue drüber hinweg, dass, dass alle meine Arbeitskollegen darüber gerutscht sind. Ich, ich will, nur ich will sie nur für mich haben. Es ist so, dass um, der Leif, der hatte eine Kamera mitgehabt, eine Digitalkamera, und hat halt Fotos gemacht von uns, von der ganzen Sache und von mir sehr extrem. Ja. Und können, könnten dir diese Fotos schaden? Ja, das ist eben das Problem. Also, ich weiß es nicht. Also, er sagte zu mir so über die Blume, ähm, ja, er würde sonst die Fotos, also unserem Chef zeigen. Mhm. Und er ist sehr konservativ. Mhm. Und Aber da sind die Jungs ja auch dran und nicht nur du. Und was ihr in eurer privaten Freizeit macht, ist euch ja überlassen, solange ihr ordentlich arbeitet. Ja, also er meinte nur, er würde irgendwelche Fotos zeigen, wo natürlich mhm. die anderen Leute nicht drauf sind. Also, also. nur ich halt speziell und. Ja, in welchen Handlungen ich halt dann da zu zeigen bin. Hältst du es vom Bluff oder hältst du es für möglich, dass er es macht? Na, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist eben die Sache. Also wenn du jetzt so unsicher bist und das Ganze jetzt doch irgendwie vom Spaß in, in ein, eine komplizierte Verstrickung sich zu entwickeln scheint, dann würde ich das ja nicht nochmal wiederholen. Ja, das ist natürlich also ein super Kick gewesen. Ja, wenn du scharf bist auf sowas, man nennt es auch glaube ich Gangbang. ne? Wenn ja, eine, ne? ich denke schon, aber ich habe sowas ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Also ja, also es ist das allererste Mal, dass du mit so vielen Männern, dich von so vielen Männern hast verwöhnen lassen. Ja. Ne? Wie, auf die die jeden Fall. Details wollen wir jetzt gar nicht hören, können wir uns alle vorstellen. Aber genauso war es bestimmt, wie wir uns das vorstellen, oder? Es war unglaublich. Wir ja. sind ja noch ins Badezimmer gehuscht alle mhm. und ich stand in unter der Dusche. Ja. Also ich habe eine Badewanne. Ja. Und ähm, da ging es dann auch noch weiter unter der Dusche und in der Badewanne. Ja, und es ja. war schon unglaublich schön. Äh, ja, ich, ich gehe mal davon aus, ich habe das jetzt nicht extra gefragt, dass du keinen Freund hast. Nee, habe ich nicht. Ja, da bin ich aber froh. Wenn das jetzt auch noch der, der Fall wäre, dann hätten wir aber ein großes Problem. Nee, um Gottes, Willen, ja? nee. Es ist nur so, ich finde einen von den fünf ganz interessant, und. aber ich habe das Gefühl, der ist sexuell nur auf mich. Fixiert. Also ich sag dir mal, wenn du, wenn du scharf auf solche sexuellen Praktiken bist, wo ja nichts gegen einzuwenden ist, mhm. äh, dann such dir da ein anderes Forum und nicht gerade deine Arbeit. Du riskierst ja wirklich eventuell deinen Arbeitsplatz oder die Stimmung äh, in der Firma. Das ist ja schon ein hoch, hochsensibler Bereich, wenn man mit Arbeitskollegen sich, das ist jetzt mal einmal passiert, vielleicht kannst kann man das jetzt auch unter den Tisch kehren und das war es, das war es halt. Ich würde mich, sage ich dir so von meiner Intuition her, ich würde mich da nicht noch mal, nochmal drauf einlassen, wenn es auch für dich eine tolle Sache war. Also mit den, mit den, mit den Arbeitskollegen, das, das, da kommen immer Komplikationen rum. Irgendwas ist da immer, du merkst es ja jetzt schon, dass es schwierig ist da mit den Fotos. Und Warum lässt du dich denn auch fotografieren dabei, Mensch? Ich habe das gar nicht so registriert am Anfang. Am Anfang überhaupt nicht. Und dann er Als ob die das merken. Als ob die, hier, ne, hätte man auch die Frau fragen können, erinnert euch noch an diese eine Story mit, der, mit dem Typen, der, wo die Frau... Keinen äh, Anal- oder Oralsex machen wollte und er dann dieses Videotape gefunden hat, ne? wo sie da in alle Löcher gleichzeitig und so weiter, als ob die, äh, keine Ahnung, gesagt so, äh, bitte nicht äh, filmen. Irgendwann fiel mir auf, mhm. dass da so ein kleines, silbernes Teil. Aber das müssen die anderen Männer doch auch mitbekommen haben, dass einer von denen fotografiert hat. Ja, aber die waren alle sowas von, von angetrunken. Mhm. Also die haben das die waren auch mehr so auf mich fixiert, ehrlich oh, Genau, und dann würde bestimmt einer sagen: Stopp! Bro. Filmen Sie nicht dabei. Die ja. waren also so, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt möchte ich aber auch mal ran. Und dann, ne? aber, aber die werden ja auch jetzt wahrscheinlich in große Konflikte gestürzt sein, nachdem, nachdem die wieder nüchtern sind, wenn die Freundinnen haben, in Beziehung stecken, ist das für die ja auch alles nicht einfach. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du irgendwie also eher es als kommt es eigentlich von meiner Seite, so, dass so. ich also so mehr so moralische Bedenken habe, sage ich mal. Mhm. Und äh, gerade das so Gruppe weißen und Arbeitskollegen sind und mhm. also die fünf, die haben eigentlich meines Erachtens überhaupt kein Problem, bis auf der eine, der ja. sich der mich heiraten will. Ich halt verliebt hat in mich und ich ja. aber nicht in ihn und ja. naja. also äh wir reden ja auch über dich, deswegen ist es auch wichtig, deine, deine Position da zu klären. Mhm. Ich würde, ich sag's noch mal, das nicht mit den, mit den Typen nochmal machen aus, der, aus, aus dem Arbeitsverhältnis. Aber du, Jan, das ist Samstag. Für Samstag steht das eigentlich schon fest. Und es ist so, dass und so da krieg kriegst du fünf richtig leckere Männer, her. <laughs> Na, Kann also. ich dir auch nicht so schnell Herz? <lacht> okay. <lacht> Wir müssen das nicht weiter. Stupid. Wir müssen das uns nicht weiter antun. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß nicht, ob diese Geschichten immer ernst sind oder nicht. Naja, wie dem auch sei. Ähm Ach so, was ist eigentlich aus der Umfrage passiert? Ah, da. So. Also die Umfrage sagt, 55% haben gesagt, ja, ihr wollt diesen Chat hier weiterhin sehen. 23% haben nur nein gesagt. Also quasi 22%, egal, also fast über 70% sagen, ja, lasst das hier weiter. Gut, dann bleibt das Ding hier weiter. Ansonsten... <laughs> Ansonsten... Was das, meine Freunde? Ich wünsche euch äh, viel Spaß äh, nächste Woche, was auch immer ihr macht. Ich bin raus. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was mich erwartet. Ich äh, halte euch nächste Woche auf dem Laufenden. Mal gucken, wie ich mich machen werde. Ähm, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ähm, ja, schlaf gut, träumt was Schönes. Bleibt sauber. Macht keinen Unsinn. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche, 20.15 diesmal mit einem klar funktionierenden Stream und nicht mit zwei Links. Ich bin raus. Haut ein Like raus noch, bevor ihr abhaut. Dankeschön und bis dann.